nicht nur Jugendliche willkommen, sondern eigentlich alle, die es interessiert und die zuhören wollen. Aber ich wollte vorher noch für die, die uns nicht kennen, noch kurz ein paar Sätze zu der Luftsportjugend sagen, was wir mir machen. Also im Prinzip sind wir mir die Repräsentation von der Jugend im Luftsportverband Bayern. Aber nicht nur das, sondern wir versuchen auch für die Jugendlichen was zu organisieren. Zum Beispiel, wie ihr es auf dem Foto links oben seht, unsere Landesjugendtreffen oder Vergleichsfliegen, überall, wo sich die Leute kennenlernen können und vernetzen können. Außerdem schauen wir, dass wir quasi an der Ausbildung von den Jugendlichen arbeiten. Das heißt, wir bieten Jugendleiterlehrgänge an. Genau, und wir schauen, dass wir noch alles sonst zu organisieren, wozu wir Spaß haben, unter anderem die Vortragsreihe. Genau, ich glaube, ich gebe jetzt übergebe weiter an den Jonas. Ja, vielen Dank, Lukas. Auch von über 200 Zuschauer, die heute mit uns dabei sind. Ich will es auch ganz kurz machen. Leider konnte ja auch heuer hier in Bayern der Fliegertag nicht stattfinden, bei dem immer auch neben der Versammlung Vorträge angeboten werden. Und deswegen haben wir uns als Luftsportjugend gedacht, Mensch, wir könnten doch ein paar interessante Vorträge hier online anbieten. Und wir freuen uns wahnsinnig, heute den Benny zu Gast zu haben. Bevor ich an den Benny übergebe, möchte ich nur noch einen Satz kurz sagen. Benny wird uns ja heute über das Alpenfliegen erzählen. Und im Frühjahr habe ich den Satz von Klaus Ullmann gehört, dass er dich als sein Nachfolger sieht und als Koryphäe im Alpensegelflug. Und umso mehr freuen wir uns, dass du heute hier bist. Benny, dann übergebe ich jetzt an dich. Ja, einen schönen guten Abend auch von mir. Total cool, dass ihr das auf die Beine stellt. Also Luftsportjugend. Ich werde erst übermorgen 30. Das heißt, ich kann mich noch so ein kleines bisschen dazu zählen. Und dann geht es aber steil bergab. Ich habe schon Zylinderhut und Gehstock habe ich schon bestellt, den ich dann ab übermorgen dabei habe. Aber noch mache ich bei euch mit und wollte heute ein bisschen was erzählen über Alpensegelfliegen und so weiter. Wir haben sowas Ähnliches ja schon ein bisschen öfter gemacht. Ich habe vor, ja, es ist ein bisschen mehr als ein Jahr her, ein bisschen weniger als ein Jahr her, so im April letzten Jahres, ja, mit Klaus Ullmann zusammen diesen Vortrag, auf den der Jonas jetzt gerade angespielt hat, gehalten. Und genau, ich hoffe, dass meine relativ aktive Tätigkeit so in der Öffentlichkeitsarbeit im Vortragswesen jetzt den meisten nicht auf den Geist geht und die sagen, oh, der schon wieder, weil ich jetzt doch während der Corona-Zeit relativ oft online auf irgendwelchen Bildschirmen zu sehen war. Aber ich versuche ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und zwar habe ich mir heute ein bisschen was Neues zusammengestellt, also einen Vortrag, den ich so noch nie gehalten habe. Ich mal gucken, wie das jetzt läuft. Wir werden es wohl so machen. Jonas, vielleicht kannst du auch noch mal kurz was dazu sagen, dass wir erst den Vortrag eben machen und danach so eine Art Fragerunde, wo wir die Leute noch mal einladen, dass wir uns dann gemeinsam da treffen in so einem Chatroom. Genauso machen wir es. Also ihr dürft gerne währenddessen einfach in den Live-Chat Fragen stellen, die ich dann dem Benny weitergebe. Und wir werden gegen Ende des Vortrags auch dann hier ein paar Fragen abarbeiten und danach noch in die Videokonferenz gehen und alle, die da Interesse dran haben. Genau, aber für zwischendurch, wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr Einwürfe habt, gerne einfach in den Chat schreiben. Der Jonas wird es dann versuchen, ein bisschen reinzubringen ins Gespräch, wenn es passt. Okay, alles klar. Dann steigen wir doch gleich mal ein. Also die meisten kennen mich ja zumindest ein bisschen. Ich komme aus Königsdorf. Das ist der Flugplatz, der hier zu sehen ist am Alpenrand. Im Hintergrund halt die Alpen, meistens ziemlich spektakulär zu sehen, eben wo der Nebel im Hintergrund steht und wo dann hier eben unser Platz im Moor ist. Der Alpenrand generell ist ein ziemlich mooriges, sumpfiges Gebiet, sehr, sehr grün, weil auch sehr, sehr feucht. Kommen später noch ein bisschen dazu, was das mit sich bringt. Aber auf jeden Fall wollte ich erstmal meinen Heimatflugplatz als allererstes zeigen, weil das so das Zentrum meines eigenen Universums so ein bisschen ist, wo ich auch, wenn gerade nicht Coronavirus ist, auch die meiste Zeit eigentlich verbringe. Genau. Dann wollte ich noch kurz ein bisschen Eigenwerbung machen. Viele kennen vielleicht auch den Blog, den ich schreibe, Flugfieber. Das mache ich so als Nebenprojekt seit über 10 Jahren inzwischen. Ich schreibe da einfach meine Geschichte vom Segelfliegen auf. Alles, was ich so erlebe, was mich bewegt, große und kleine Dinge. Und ja, in letzter Zeit habe ich ein bisschen weniger geschrieben, immer so vielleicht einen Text pro Jahr. Aber das ist dann halt einer, in dem ich auch wirklich viel Zeit, viel Arbeit reingesteckt habe. Freut mich immer, wenn Leute das auch lesen und vielleicht ein bisschen auch was draus für sich rausziehen können.
Dann steht unten noch Late Night Soaring. Das ist so das neue Projekt von ein paar, ja eigentlich zuerst mal ein paar Alpensegelfliegern. Matthias Schunk, Jan Lüscheweg, Roland Henz und ich. Michi Wiesbacher macht da sehr viel im Hintergrund auch und organisiert alles. Das ist unsere Talkshow, die wir gegründet haben, die auf YouTube jeden Donnerstagabend gestreamt wird, live auch. Viele kennen uns wahrscheinlich. Wir freuen uns inzwischen auch über 1000 Abonnenten. Also es ist eine tolle Sache, wie das hochgegangen ist. Und das Allerbeste dran ist, dass inzwischen auch die Mannschaft aus dem Flachland, vor allem aus dem Raum Sachsen und Thüringen, sich eingeklinkt haben und jetzt auch regelmäßig Dienstagabend Flachland-Episoden streamen. Also da gibt es immer interessante Themen, interessante Gäste. Genau, wollte ich darauf hinweisen, einfach YouTube, Late Night Soaring, der Streckenflug-Stammtisch. Genau, und dann ich freue mich ja sehr, ich bin sehr glücklich über die Entwicklung der dezentralen Meisterschaften so im letzten Jahr. Es gibt ja WeGlide jetzt neuerdings, was ein technologisch relativ weit fortgeschrittenes Portal ist, die tolle Ideen haben, die Jungs. Ich kenne die Entwickler auch persönlich, habe viel schon mit denen gesprochen über Ideen, was man so machen könnte. Das ist einfach mal ein Screenshot, den ich aus WeGlide draus gemacht habe, nicht um Werbung zu machen, sondern einfach, weil es wahnsinnig einfach ist, solche Bilder zu erstellen wie hier, wo man einfach nach bestimmten Flügen filtern kann, in einem bestimmten Fluggebiet von einem bestimmten Piloten, auch mit einem gewissen Flugzeug und so weiter. Und da habe ich jetzt einfach mal von den letzten 5 oder 6 Jahren ungefähr meine ganzen Flüge aus Königsdorf. Ich fliege ja nicht nur dort, ich fliege auch in Südfrankreich, ich fliege auf Wettbewerben überall in Deutschland und auch im Ausland. Aber meine Flüge aus Königsdorf habe ich jetzt hier einfach mal rausgezogen alle. Von den letzten 5, 6 Jahren habe ich sie da drauf geplottet auf die Karte. Und man sieht da eben sehr schön, wo eigentlich so mein Spielfeld oder unser Spielfeld aus den Nordalpen heraus, aber eigentlich in die gesamten Alpen rein streut. Da sieht man eben, dass es auch so Autobahnen gibt, also Strecken, die man immer fliegt, hier zum Beispiel Engadin, beide Talseiten, ist ganz berühmt. Das hier ist die Föhnroute zum Beispiel nach Westen, die ist auch ganz klar gezeichnet. Oder eben hier dann die nördlichen Kalkalpen entlang, Hochkönig-Dachstein und so weiter. Sieht man also sehr gut, aber man sieht auch, dass ich sehr, sehr gerne und sehr, sehr oft auch einfach mal Querfeld einfliege, wo nicht so oft geflogen wird und wo dann wirklich schön man auch mal kreativere Sachen machen kann. Genau, wir fliegen auch ein bisschen ins Flachland, kann man hier auch gleich sehen. Königsdorf ist wahrscheinlich einer der schlechtesten Flachlandflugplätze, die man in Deutschland finden kann. Wir haben erstmal den Luftraum München im Weg nach Norden. Das ist erstmal nicht das ganz große Problem, weil es thermisch sowieso nicht so gut liegt alles. Aber das Problem ist, dass der Weg hier oben auf die Schwäbische Alb eben verdammt weit ist. Das sind ungefähr 120, 130 Kilometer Anreise, die wir erstmal haben. In einem der schlechtesten Thermikgebiete Deutschlands, weil es eben extrem feucht ist und sehr, sehr grün, fast nur grüne Wiesen, keine richtigen Äcker, keine guten Thermikgebiete. Genau, deswegen fliegen wir also doch, wenn es geht, mehr in den Bergen als im Flachland. Aber so die Runde um München rum habe ich jetzt dieses Jahr oder sagen wir letztes Jahr erstmal wieder gemacht, nach längerem. Das ist auch witzig, das kann man schon fliegen, aber es ist immer eine Qual, im Flachland erstmal da in die nördlichen Gebiete zu kommen, in Richtung Donau, wo es dann besser wird. Genau, ich habe ein paar Bilder erstmal dabei. Der ganze Vortrag besteht eigentlich fast nur aus Bildern. Ich habe nirgendwo Text hingeschrieben, weil wir sind hier nicht da, um irgendwas zu lesen, sondern um was zu sehen. Jetzt habe ich hier einen Kreis links unten gemacht. Das ist so das westlichste Ende von dem Flugraum, den wir so in den normaleren Fällen von uns aus erreichen können, aus Bayern hier. Und zwar ist das die Gegend im Wallis in der Schweiz. Jetzt habe ich 2 Slides übersprungen, genau. Hier ist der Aletschgletscher. Zum Beispiel, der ist genau 300 Kilometer von Königsdorf entfernt, das ist auch so ein Meilenstein. Wenn man den sieht, weiß man, jetzt ist die 300 und jetzt wird es ein langer Weg nach Hause. Wenn man noch 50 Kilometer weiter fliegt, ist man am Matterhorn, das ist hier. Das ist der Blick nach Süden ins Saar-Ostertal. Da geht es dann Richtung, eigentlich nur 2, 3 Bergketten weiter noch, beginnt dann Frankreich und auch Südfrankreich, wo der dortige normale Standardflugraum anfängt. Also da ist nur eine relativ kleine Lücke zwischen den Flugräumen, die wir von Nordosten her aus Bayern und von Süden her aus Südfrankreich dann eben oft befliegen. Und das Matterhorn ist natürlich da als eine Koryphäe an Berg, steht eigentlich genau in der Mitte, so als Posten, wo man von beiden Seiten hinfliegen kann. Ich habe es auch schon von beiden Seiten erreicht und es ist natürlich dann schön, diese Lücken zu schließen und zu sagen, man ist wirklich den gesamten Alpenbogen eigentlich schon mal auf jedem Längengrad entlang geflogen, von Ost nach West. Wenn man mal ans andere Ende schaut, also hier, ich habe gesagt, Wallis sind so 300 bis 350 Kilometer nach Westen. Königsdorf ist hier natürlich in der Mitte, Zentrum meines Universums. Und im Osten
habe ich jetzt auch mal einen Kringel gemacht. Da beginnen dann so, da ist fast Wien schon, also Wien ist ungefähr hier so, Wien ist fast 400 Kilometer entfernt von uns, aber so zwischen 300 und 400 Kilometer von Königsdorf im Osten gibt es auch interessante Dinge, zum Beispiel hier, das ist einer meiner, ja, was heißt Lieblingsorte, ich mag alle Orte gerne, aber das ist einer der spektakulären Orte, die man sehen kann, der Erzberg, ja, da wird seit Jahrhunderten Erz abgebaut, das ist in den Eisenerzer Alpen, die auch deswegen so heißen, weil die so berühmt dafür sind, dass sie dieses Eisenerz dort abbauen, ein riesiges Loch im Boden, man kommt sich vor wie in Chile in den Anden, da ist ja, sehr viel Schau geboten im Prinzip. Man kann sich das Ganze auch aus 4.500 Meter Höhe in der Welle anschauen. Dann sieht man allerdings nicht so viel. Ich glaube, da unten, da ist er. Ich habe das Bild extra rausgesucht. Man sieht ihn eigentlich, den Erzberg. Aber das ist eben auch das Interessante, dass wir in den Alpen auch oftmals in Höhen fliegen, in denen wir das Gelände eigentlich gar nicht richtig sehen. Vor allem bei Wetterlagen, bei denen das Gelände fast komplett von Wolken bedeckt ist und nur kleine Lücken sind unten drunter. Das war jetzt erst ein Bild vom 3. Oktober. Den Flug werde ich heute wahrscheinlich noch ein paar Mal erwähnen, weil er mich immer noch sehr beschäftigt. Hier ist ein Bild aus dem Flug raus. Kurze Bestandsaufnahme der Situation. Es sind 132 km/h Wind, 5 Meter steigen. Wir sind in 4.450 Meter Höhe. Und wir haben noch 16 Liter Sprit, also noch nichts gebraucht. Das ist ein voller Arcus-Turbo-Tank. Ja, also extrem vielseitig, was wir in den Nordalpen, in den Ostalpen fliegen können und machen können. Verschiedenste Wetterlagen, verschiedenste Gebiete, verschiedenste Dinge. Es ist aber nicht nur alles Sonnenschein, sogar wörtlich gesehen nicht. Das Problem ist, ich habe es jetzt auf der linken Seite mal gemacht, das Jahr 2020 war jetzt nicht außergewöhnlich schlecht, aber es war wiederum kein besonders gutes Segelflugjahr in den Alpen und auch im ganzen südlichsten Südbayern eigentlich, wo ich herkomme, am Alpenrand auch. Man sieht jetzt hier die Wasserbilanz. Das ist im Prinzip, wie viel Regen ist gefallen, minus wie viel Regen ist wieder verdunstet. Und da, wo es rot ist, ist also mehr verdunstet, als gefallen ist. Und da, wo es blau ist, ist mehr Wasser gefallen, als verdunstet ist. Und genau sieht man hier eben, dass die Alpen und der Alpenrand, also im Sommer zwischen Juni und August 2020 jetzt mit Abstand, also mit ganz großem Abstand, die nasseste und regenreichste Region in ganz Deutschland gewesen sind. Das ist nicht ungewöhnlich. Also 2020 war, wie gesagt, keine Ausnahme, sondern wir haben eben diesen sogenannten Sommermonsun. Da kommt es dann oftmals vor, wie jetzt rechts auf dem Bild auch ist. Das Bild hat der Nikolai mir mal ganz verzweifelt geschickt, als er irgendwann im Sommer auf dem Flugplatz stand und eigentlich am liebsten hätte fliegen wollen, dass dann eben die Enten kommen und sich freuen, was denn für neue Seen entstehen, auf denen sie schön schwimmen und baden können. Es ist ganz durchwachsen teilweise bei uns, die Wettersicherheit. Ich habe es nochmal, um das zu untermauern, weil das ein Punkt ist, den echt viele nicht so klar sehen. Die denken, in den Alpen ist immer Hammerwetter und man kann immer fliegen. Das ist definitiv nicht so. Ganz im Gegenteil, wir können fast nie richtig gut fliegen in den Alpen. Die Anzahl der Tage, an denen wir normal, also wirklich mit breiten Bedingungen, Großwellenbedingungen fliegen können in den Bergen, kann man, sagen wir mal, als Berufstätiger an einer Hand abzählen, weil man nicht jeden Tag sich freinehmen kann, und als Nicht-Berufstätiger an zwei Händen abzählen. Das ist wirklich nicht mehr als das, die guten Tage in den Alpen. Aber ich habe es jetzt hier nochmal ein bisschen mit Zahlen untermauert. Niederschlagsdiagramm. Bad Tölz versus Ahlen. Also die zwei Orte sind ja auch nur so 130 Kilometer ungefähr voneinander entfernt. Ich habe die Diagramme so gestaucht, dass die blauen Balken, also der Niederschlag, auf der gleichen Skala liegt, sodass die rote Linie, also die Temperatur, verzerrt ist. Also ignoriert bitte einfach die Temperaturlinie. Es geht jetzt nur um die Niederschläge. Man sieht, dass es im Winter eigentlich überall etwa gleich ist. Da fallen halt dann so diese 40, 50 Millimeter Niederschlag. Aber in den Sommermonaten fällt halt bei uns am Alpenrand mehr als ein Drittel mehr Niederschlag als in den nur knapp nördlich, vielleicht 50 bis 100 Kilometer nördlich gelegenen Gebieten. Also wir sind da leider einfach, wir sind da in der Pfütze, wir sind da sehr, sehr nass. Und das hat keine besonders guten Auswirkungen auf den Streckenflug. Also unser Hauptproblem ist wirklich, wir haben auch viele Leute natürlich, die gerne fragen, hey, können wir mal bei euch Urlaub machen in Königsdorf, können wir mal ein bisschen in den Alpen fliegen? So, die Antwort ist ja, klar, kann man schon. Der Platz ist zwar relativ eng, also wir können nicht unglaublich viele Leute einladen, aber man kann als Gast durchaus bei uns fliegen, wenn man sich Urlaub nimmt und so. Das Problem ist, wenn man sich halt im Mai oder im Juni
zu den guten Zeiten eigentlich 2 Wochen Urlaub nimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht groß, dass man da mehr als 4 oder 5 Flugtage überhaupt rauszieht. Und im Zweifelsfall halt auch mal 0. Das haben wir auch schon gehabt. Man kann aber auch Glück haben. Insofern, ich empfehle immer den Leuten, die dieses Alpenfliegen machen wollen, egal von welchem Flugplatz aus, dass sie versuchen, sich möglichst flexibel die Wetterlagen anzuschauen. Und wenn ein gutes Wetter kommt, dass man dann eben auch relativ spontan sagt, jetzt kommen mal 2, 3 Tage, an denen ich wirklich fliegen kann. Weil sich pauschal eine Woche oder 2 zu blocken, spekulativ und zu sagen, da ist wahrscheinlich zum Fliegen gut, das funktioniert überhaupt nicht. Da haben wir alle schon enttäuschende Erfahrungen gemacht. Tja, genau, jetzt habe ich mich genug beschwert. Ich wollte nur am Anfang mal so das Allerbeste von unserem Fluggebiet, nämlich diese Vielfalt an Gebieten und diese Breite von 700 Kilometern von Ost nach West, die wir eigentlich befliegen können, mal gegenüberstellen mit dem Schlechtesten, was wir haben, nämlich unserer absolut unterirdischen Wettersicherheit, die bei uns leider so ist. Das war das Beste und das Schlechteste, aber wir können auch ein bisschen tiefer einfach ins Technische allgemein einstellen. Ich möchte jetzt ein bisschen über 3 Dinge reden. Das Erste habe ich mir überlegt, rede ich ein bisschen über das Thermikfliegen und danach ein bisschen über das Wellefliegen. Einfach so ein paar Hintergründe, ein paar Dinge, die vielleicht nicht jeder schon gesehen hat, nicht jeder schon weiß. Und das Letzte, was ich noch machen möchte, der dritte Teil, ist ein bisschen eine Diskussion darüber, wie werde ich eigentlich ein guter Alpenflieger? Was kann ich tun? Welche Punkte, welche Schwerpunkte muss ich oder kann ich setzen, um in der Richtung sicher und effektiv eben weiterzukommen? Da habe ich jetzt erstmal nochmal die CU-Karte von unserem Fluggebiet hier. Ich habe so im Westen deutlich abgeschnitten. Also das Matterhorn ist nochmal fast 200 Kilometer oder 150 Kilometer weiter westlich. Hier im Osten der Erzberg ist ungefähr hier. Das war also, wo das im Osten ungefähr alles an die Grenze kommt. Das ist also unser Fluggebiet. Man sieht mehrere Dinge. Man sieht vor allem, dass das Gelände sehr, sehr chaotisch ist. Also es gibt wenige klare Täler hier. Es gibt hier das Enztal und dann das Salzachtal, die eigentlich zusammenhängend eine Ost-West-Linie bieten, als fast einziges wirklich gerades durchgehendes Tal. Und dann hier eben das Inntal, was eben weiter im Westen dann auch die Alpen relativ geradlinig durchschneidet. Und das sind so die Haupttäler, die Hauptorientierungsmerkmale. Und die haben nicht nur die Funktion, dass man oft an ihnen gerne nochmal entlang fliegt, sondern diese Täler haben natürlich auch die Funktionen, dass sie Luft transportieren. Man muss sich das bei der Thermik natürlich so vorstellen, zum Beispiel, wenn jetzt im Flachland irgendwo ein Hotspot entsteht, irgendein Steinbruch oder sonst irgendwas und der entwickelt Thermik und die Thermik marschiert nach oben weg, gutes Steigen, Wolke drüber und alles, dann muss natürlich die Luft, die dann vom Boden nach oben weg verschwunden ist, muss irgendwie nachkommen. Da kann ja nicht dann keine Luft mehr sein. Deswegen fließt dann natürlich von den Seiten her bodennah Luft in Richtung von dieser Thermik. Man nennt sowas eigentlich ein lokales Hitzetief. Ihr kennt es, die Luft strömt vom Hoch zum Tief, zumindest ohne Corioliskraft. Und die Corioliskraft ist fast nicht vorhanden in der Bodenreibungsschicht. Die Luft strömt also zu diesem thermischen Hotspot, zu diesem Hitzetief hin und ersetzt die Luft, die da weggeflossen ist nach oben, die weggestiegen ist. In den Bergen können wir uns auch mal anschauen. Wenn jetzt irgendwo an einem Berg, zum Beispiel hier am Kreuzjoch, das ist hier die Grenze zwischen Zillertal und Gerlospass, Pinzgau, wenn jetzt hier ein guter Bart steht, das ist oftmals auch wirklich so, das ist ein sehr, sehr gutes Eck, dann verschwindet natürlich auch dort Luft nach oben. Und das ist das Problem. Die muss natürlich auch ersetzt werden, weil da nicht die Luft irgendwo fehlen kann. Deswegen muss natürlich Luft bodennah in die Nähe strömen und dann die Luft ersetzen, die dort weggestiegen ist. Und wo kommt die her? Im Flachland kommt sie einfach von den benachbarten Kubikmetern oder Kubikkilometern Luft. Im Flachland ist das kein Problem, aber im Gebirge haben wir da durchaus ein Problem. Und zwar, da ist nicht überall sind Zufahrtswege für die Luft, um hinzukommen. Da haben wir eigentlich hier nur das Zillertal und hier nur den Pinzgau, die hier beide Luft liefern können. Aber das ist halt ganz klar, es geht nur an verschiedenen, aus verschiedenen Richtungen überhaupt, dass Luft anströmen kann. Wir nennen das immer gerne so das Konzept des Luftbedarfs, nämlich ein Hitzetief oder also ein Gebirgsstock, der Thermik erzeugt, hat einen Luftbedarf, weil er schießt Luft nach oben weg, deswegen braucht er neue. Und wo kommt die her? Und wo die herkommt, ist dann eben durch die Täler, die auf diesen Berg zuzeigen natürlich. Genau. Okay. Dann, ich habe hier gerade eine Nachricht bekommen, man sieht nicht, wo ich hinzeige, weil der Laserpointer nicht gut zu sehen ist. Wenn in der WhatsApp-Gruppe einer von den Luftbord-Jugendjungs mir einen Tipp geben kann, wie ich das mache, dann kann ich das gerne. Sonst weiß ich es leider gerade nicht, weil ich hier nicht so viele Einflussmöglichkeiten habe. Naja, wir arbeiten dran. Bisher müsst ihr versuchen, genau zu gucken, weil der Laserpointer wohl nur sehr klein ist.
Jetzt kriege ich gerade die Nachricht, geht leider nicht größer. Dann müsst ihr leider wohl damit Vorlieb nehmen. Ich versuche so gut wie möglich und so langsam wie möglich zu zeigen. Benni, also ich versuche mal, wenn du was hast, dass ich da mit meiner Maus drüber gehe, weil von mir wird ja gestreamt und dann ist vielleicht der weiße Punkt von meiner Maus auf den farbigen Bildern kräftiger. Ja, okay, alles klar. Du kannst ja versuchen, irgendwie dem Pointer ein bisschen zu folgen. Ich versuche auch möglichst viel ohne konkrete Bildmerkmale auszukommen. Man sieht ja, ich kann ja auch beschreiben, was man sieht, und das funktioniert, glaube ich, auch ganz gut. Also wir hatten ja gerade von diesem Konzept des Luftbedarfs gesprochen und dass eben im Gebirge nicht von allen Seiten beliebig Luft nachströmen kann, um ein aufgestiegenes Luftteilchen zu ersetzen. Und da habe ich mir jetzt von Martin Dinges, meinem guten Freund aus Gaitau, diese Grafik geborgt, die in seinem Buch zu finden ist, hier Entwicklung der Thermik im Gebirge. Ist eins der wenigen guten Fachbücher über Fliegen im Gebirge, über Thermik und Meteorologie im Gebirge im Allgemeinen. Und da ist eben jetzt gerade mal das, so die Zentralalpen im Süden sind so als das allgemeine Hitzetief, das einfach Luft absaugt und Luft braucht, dargestellt, weil einfach dort sehr starke Thermik ist, da muss eben Luft nachfließen. Und wie fließt die nach? Die fließt einmal natürlich durch die Täler, das ist jetzt mit den schwarzen Pfeilen zu sehen, und die fließt teilweise aber auch über die Berge drüber, das sind die roten Pfeile oder die orangen Pfeile, die zu sehen sind. Und da muss man sich dann echt überlegen, wenn man einen Berg anfliegt, wie ist eigentlich da die Strömungssituation auch in Bezug darauf, welche Nachbarn hat er? Hat er vielleicht irgendwelche Nachbarn, die mehr Luft brauchen als er selber und wird dem deswegen die Luft weggenommen? Da gibt es ganz klassische Beispiele von Bergen, die im Tagesverlauf ganz verschieden funktionieren, weil eben am Vormittag auch diese Strömungs- und Druckverteilungssituation ganz anders ist als am Nachmittag. Wer da sehr, sehr viel genauer einsteigen möchte, sollte vielleicht die Bücher von Martin Dinges natürlich lesen. Ich kann das jetzt nicht im Detail hier erklären. Und es gibt kaum einen, der das so gut formuliert und so gut auch verstanden hat, eben wie der Martin. Aber ich zeige einfach weiter ein paar Bilder und diskutiere so ein bisschen, was man da sieht. Und zwar, das ist der Anflug auf den Wilden Kaiser. Wilde Kaiser ist zwischen Kufstein und St. Johann einer unserer ersten wirklich steilen und schroffen Berge, wenn wir nach Osten fliegen, der ist so 60 Kilometer östlich von Königsdorf. Und wir fliegen den meistens am Morgen an. Also so, wenn wir abfliegen, dann vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde später sind wir dort. Also so vielleicht zwischen 11 und halb 12 Uhr morgens. Und man sieht hier, die Wolken stehen drüber. Der ist auch thermisch sehr, sehr gut. Zumindest am Vormittag. Wir fliegen den natürlich dann auf der Südseite an, da wo auch die Energie gesammelt wird natürlich, weil die Sonne kommt ja von Süden rein. Und da ist auch, man sieht hier von Süden her ein sehr, sehr großer Pool an Luft, die nachfließen kann. Hier das Tal von St. Johann, dieser Talkessel. Also das heißt, also der Luftbedarf, den der Wilde Kaiser hier bildet, der ist gedeckt, weil da genügend Luft erstmal noch vorhanden ist. Deswegen fliegen wir den auf der Südseite an und das ist alles cool. Das geht so lange gut, bis es irgendwann so 15 Uhr, 16 Uhr oder irgend sowas ist. Und auf einmal funktioniert es nicht mehr und der Wilde Kaiser kollabiert thermisch komplett. Also wirklich nicht zu Thermikende, sondern schon bedeutend früher. Und was passiert da? Naja, die Berge, die noch weiter im Süden stehen, das ist dann, wer sich auskennt, Pinzgauer Spaziergang nennen wir das, weil es so einfach zu fliegen ist. Also Alpenhauptkamm auch, ganz starke und kräftige Energiesammler, die dort im Süden natürlich stehen, die noch stärkere Thermik produzieren und die alle Luft, die irgendwo verfügbar ist, auch in diesem Bereich hier um den Wilden Kaiser rum, für sich beanspruchen, die dann eben nach Süden wegfließt, um dort den Luftbedarf zu füllen, um dort eben nachzufließen und die Thermik zu ersetzen, die nach oben weggeschossen worden ist. Und dann bleibt am Wilden Kaiser keine Luft mehr übrig, die am Kaiser nach oben wegsteigen kann. Und auf einmal kollabiert das ganze Ding. Und was ist das Gegenmittel? Naja, wir fliegen dann das ganze Ding auf der Nordseite. Und dann nicht unbedingt den Wilden Kaiser, sondern weiter links, weiter nördlich kommt dann noch der zahme Kaiser, der dann eben einen total schroffen Nordhang wirklich hat. Und nachmittags ist dann die beste Idee, teilweise auch bis in den Abend hinein, dann eben diesen Hangaufwind zu nutzen, der durch dieses Nachströmen der Luft nach Süden, dieser Nordwind da eben, der entsteht. Dann ist zwar mit Thermik nicht mehr viel, aber man kann eben im Hangaufwind ein bisschen weitermachen. Es gibt natürlich auch Berge, bei denen es dann weder noch gibt, also wo es keinen nutzbaren Hangaufwind gibt, aber der trotzdem keine Thermik mehr wirft irgendwann, weil er zu wenig dominant ist im Vergleich zu den anderen. Aber da muss man eben immer jeden einzelnen Berg lesen und abwägen, was passiert da, wie ist die Strömungssituation, wie ist die Druckverteilungssituation sozusagen. Ich habe als nächstes hier ein Bild von einem ganz anderen Eck der Alpen, nämlich das ist im Oberengadin. Man sieht hier die Flugpiste von Samedan ganz links. Das ist der höchste Flughafen Europas, glaube ich, mit 1707 Meter. Hier ist die Stadt Pontresina. Und
Das ist eben so mitten im Alpenhauptkamm drin eingeschnitten mit das höchste Gelände und das auch energiereichste Thermikgelände, was es in den ganzen Alpen gibt. Also da gibt es viele meteorologische Faktoren, gehen wir jetzt gar nicht im Einzelnen drauf ein, die beeinflussen, dass das Engadin und vor allem das Oberengadin hier wirklich der Nummer eins thermische Hotspot in den Alpen eigentlich sind, zumindest in den Ostalpen. Das ist wirklich fantastisch. Ich habe einmal in meinem Leben in den Ostalpen eine thermische Basis von 4.500 gehabt und das war dort. Normalerweise haben wir eher so 3.000 bis 3.500, aber dort ist es eben bedeutend höher. Man sieht es hier auch, es ist wahnsinnig viel los. Das Bild habe ich so gemacht um 16:30 Uhr, vielleicht 17 Uhr, schon wieder ein bisschen her. Das war an Pfingsten 2014, einer der besten Tage, die ich je erlebt habe. Und man sieht, die Zündschnur brennt. Also der Grat zwischen es überentwickelt, es eskaliert, es regnet überall nur noch und es ist Hammerwetter und es steigt überall mit 5 Metern. Der Grat ist extrem schmal und das Engadin schafft es oftmals meteorologisch, eben genau auf diesem Grat eben zu bleiben. Und jetzt ist die Frage mir beantwortet, wo geht denn diese Luft hin, die eben diese nördlichen Berge alle einfach rücksichtslos überströmt und einfach mit Gewalt immer weiter nach Süden zu den zentralen Hitzetiefs hinfließen will? Und hier ist die Antwort, sie geht genau hierhin, nämlich in diese absoluten Knaller, die im Oberengadin dann am Nachmittag eben stehen oder eben auch entlang des ganzen Alpenhauptkamms. Das ist natürlich nicht nur das Engadin. Aber alle Luft, die hier aufsteigt, ist irgendwann von den Alpenrandgebieten, manchmal von Süden, in dem Fall sogar teilweise von Süden, aber oftmals vor allem eben von Norden her, ist eben da gefüllt worden. Jedes Luftpaket, was hier aufsteht, kommt eigentlich mal aus den Flachlandregionen und steigt dann eben hier über den Alpen nach oben weg. Und ganz oben in den oberen Schichten, also wo die Inversion dann ist und wo die Therme wieder aufhört, da strömt es dann wieder auseinander und geht wieder umgekehrt. Man nennt diesen Vorgang alpines Pumpen. Wer das schon mal gehört hat, das ist genau damit gemeint. Die Alpen sind da eben wie eine Pumpe, die eben die Luft tief ansaugen, hochblasen und oben wieder auseinander treiben. Genau. So, dann habe ich das Bild nochmal da von den Bergen. Weil ich habe jetzt ein bisschen über die Komplexität des Thermikfliegens gesprochen und so weiter. Und was man eigentlich da alles beachten soll. Da noch ein paar weise Worte. Und zwar, die meisten Leute lernen das ja so, dass die Thermik in den Alpen einfach immer am Berg da steht, wo die Südseite ist, also wo die Sonne hinscheint. Oder sei es morgens die Ostseite, abends die Westseite, mittags die Südseite und so weiter. Ja, und das ist sicherlich Teil der Wahrheit. Aber es ist definitiv also nur ein kleiner Teil der Wahrheit. Und in Wirklichkeit ist eben dieses System viel komplexer. Viele fliegen ja, wenn sie in den Bergen fliegen, vor allem unten in Südfrankreich. Das ist eigentlich doof. Ich hätte jetzt ein Bild herzaubern können davon, aber habe ich jetzt nicht dabei. Und in Südfrankreich ist es so, dass man mit dieser Philosophie, nämlich ich fliege dahin, wo die Sonne hinscheint, sehr, sehr weit kommt. Und der Grund ist, dass das Gelände dort nach Süden und Südwesten offen ist, sodass also auch die nachströmende Luft, also dieser Talwind, die Druckausgleichsströmung eben von Süden und Südwesten, natürlich aus dem Flachland, in die Berge hineinströmt. Das heißt, man hat also immer von der gleichen Richtung her die nachfließende Strömung, also den Wind, und die Sonne, die dann auch noch die Aufheizung bietet. Und dadurch, wenn man an so einen Südwesthang in Südfrankreich am Nachmittag fliegt, dann ist das ein hundertprozentiger. Da muss man überhaupt nicht nachdenken. In den Nordalpen ist das genau gegenteilig. Da hat man eben dann den Konflikt zwischen dem von Norden reinwehenden Ausgleichswind und von Süden eben der Sonne, die dann dort die Energie auf den Südseiten vor allem produziert. Und das ist dann sehr schwierig oftmals im Vergleich zu Südfrankreich, dann in den Nordalpen über den ganzen Tagesgang hinweg morgens, mittags und nachmittags und abends die richtige Strategie jeweils zu finden, weil es ändert sich eben über den Tagesverlauf sehr stark, welcher Berg, warum, an welcher Stelle, wo geht. Und mit welcher Wahrscheinlichkeit. Man muss also da sehr stark abwägen. Genau. Tiefer möchte ich da jetzt nicht einsteigen, weil wir wollen es jetzt nicht ewig ausdehnen. Also der Vortrag ist ja insgesamt ungefähr 1 Stunde und danach machen wir noch Fragen und Antworten. Deswegen wollte ich noch über eigentlich mein Lieblingsthema sprechen. Ja, also Thermik ist klar, das ist das, was wir jeden Tag machen. Wir würden es gerne jeden Tag machen, aber was wir oft machen, vielleicht jede Woche. Was wir sehr selten nur machen können und dürfen, leider, ist das Föhnfliegen, Wellefliegen. Ja? Und ich habe jetzt hier mal eine Wetterkarte rausgesucht, die das einfach mal grob so beschreibt, was vor sich geht. Man sieht hier, es ist schwierig, man sieht den italienischen Stiefel, ich versuche mal hinzuzeigen, wenn man ein bisschen aufpasst. Man sieht ja hier Deutschland, Dänemark oben in der rechten oberen Bildmitte im Prinzip.
Und was man jetzt hier sieht und was das Wetter ganz klar dominiert, ist eben dieser Trog, der von Norden hier reinschneit. Das ist also die Höhenkarte in Flugfläche 100, 10.000 Fuß. Und da sieht man hier starker Tiefdruckkern hier über der Biskaya. Das ist so dieses Meeresrechtwinkelstück hier zwischen der französischen Küste und der spanischen Küste. Und dort eben ist das Tiefdruckzentrum und der Wind, kennen wir, fließt immer in der Linkskurve um das Tiefdruckgebiet außen rum, wegen der Corioliskraft. Und was es eben als Effekt hat, ist, dass über den Alpen dann Südwind oder Südwestwind entsteht. Und die Alpen sind dann genau hier, wo diese 300 steht. Südlich davon sind die Alpen. Und was natürlich dazu auch noch hilft, ist, dass im Osten, also so über Ukraine, über Russland, Hochdruck herrscht, sodass eben dieser Windstrahl zwischen dem Hochdruck und dem Tiefdruck eingequetscht wird. Weil der Wind will ja immer rechts rum ums Hochdruckgebiet, links rum ums Tiefdruckgebiet. Dann haben wir eben hier diesen Föhnstrahl. Das ist eben klassisch, so wie es aussehen muss. Das war wirklich auch eine der besten Föhnlagen der letzten Jahre, die ich hier jetzt gescreenshottet habe. Quelle Deutscher Wetterdienst steht unten. Die machen also sehr gute Höhenkarten da, die ich mir immer anschaue, um sowas zu sehen. Und genau, dann trifft eben dieser Wind auf die Alpen. Von Süden, von Südwesten her, ist es meistens eher ein Südwestwind als ein Südwind. Das ist auch so ein Mysterium. Ja? Die meisten Leute denken, Föhn ist immer Südwind, 180,0 Grad. Das ist totaler Quatsch. Wir haben Föhn teilweise bei 269 Grad. Also wenn es nur ganz, ganz knapp einen Südeinschlag hat, mehr Westwind ist, auch das hat schon Föhneffekte und auch das wirkt schon wie ein Föhn. Wir haben meistens irgendwas dazwischen. Also so 200 Grad ist normal, 220 Grad ist auch noch normal. Was wir nie haben, ist Südostwind. Und zwar wirklich nie. Ich habe noch nie einen einzigen Föhntag in 15 Jahren erlebt, der auch nur annähernd einen Osteinschlag hatte. Das gibt es eigentlich nicht, weil eben das Tief immer irgendwo über der Biskaya hier auf Land trifft. Und sobald es auf Land trifft, bleibt es stehen. Das wandert nicht weiter nach Süden runter. Wenn es das würde und dann irgendwann hier über Algerien reinkommen würde, dann gäbe es vielleicht Südostwind. Aber das gibt es eigentlich nie über Algerien. Es ist fast immer eben dieser Hochdruck, dieser vom Mittelmeerraum her. Genau. Ja, was passiert dann, wenn dieser Wind auf die Berge trifft von Süden her? Ich habe das mal im Profil gezeichnet hier. Klassisch kennt ihr die Wellentheorie. Ich mag dieses Bild selber nicht. Ich mache es auch gleich wieder weg, weil es ist weder schön noch ist es richtig, aber es zeigt so ein bisschen, was ganz grob passiert. Und zwar, na klar, der Wind kommt von Süden her, also von links in dem Fall über die Berge drüber. Und was soll er denn machen? Er fällt natürlich auf der anderen Seite runter. Weil die Luft, die unten am Fuß auf der Nordseite gewesen ist, die marschiert natürlich auch noch rechts weg, weil eben der Druckgradient da ist. Deswegen fehlt irgendwann die Luft und deswegen muss sie von oben nachfließen. Das ist dieser Fallwind. Deswegen nennen wir den Föhn ja eigentlich einen Fallwind, weil er über die Alpen eben drüber kommt und dann runterfällt. Und wenn so ein Wind nach unten ausgelenkt wird und die Atmosphäre stabil geschichtet ist, dann ist die runterfallende Luft auf einmal übermäßig warm. Und müsste deswegen, weil sie übermäßig warm ist, aus thermischen Gründen wieder nach oben steigen, hat aber Massenträgheit, deswegen überschießt sie den Mittelpunkt und geht wieder zu weit nach oben und so weiter. Dann ist sie zu kalt und fällt wieder runter, dann ist sie wieder zu warm, geht wieder nach oben und so weiter. Das ist das Prinzip der Leewelle oder Föhnwelle, ganz einfach erklärt. Das ist eigentlich auch ein thermischer Aufwind in dem Sinne, aber die Thermik kommt nicht davon, dass Sonne irgendwo im Spiel ist und irgendwas erwärmt, wie normalerweise, sondern diese thermische Auftriebsgeschichte kommt eben davon, dass der Wind die Luft nach unten gedrückt, gezwungen hat über einen Berg hinweg und deswegen ausgelenkt wurde und erwärmt wurde. Genau, wenn man das sich mal ein bisschen wissenschaftlich anschaut auf der rechten Seite, also jetzt bitte das linke Bild wieder ignorieren, weil es ist echt nicht schön und nicht richtig, dann sieht man eigentlich genau das Gleiche nochmal in gescheit. Und zwar, das ist vom Deutschen Wetterdienst, die rechnen sogenannte Vertikalschnitte durch das Gelände. Man sieht hier das Erzgebirge als schön einfaches Beispiel. Erzgebirge sieht man, hat hier eine einzige Geländestufe, die kräftig nach unten abfällt, von Sachsen her dann ins Tschechische rein und in der tschechischen Ebene ist dann nur noch gerade und platt, nichts anderes. Und was man sieht, ist, die Luft fließt also hier auch von links nach rechts in diesem Beispiel und in Rot und Blau sind jetzt eben Steigzonen und Sinkzonen eingezeichnet. Und man sieht also exakt, dass eben direkt hinterm Erzgebirge dann diese heftige Leewelle steht, ganz, ganz rot, also starkes Steigen. Und dann im Blau eben diese Sinkgebiete dazwischen. Und dann gibt es meistens so 2, 3, 4 Wellen, die natürlich auch immer flacher werden von der Amplitude, bis sich irgendwann durch Reibung dann dieser Effekt wieder auflöst und die Luft einfach geradeaus weiterströmt. Und unten im rechten unteren Diagramm sieht man das von oben auf der Karte nochmal eben auch, wie diese breiten Wellenbalken dann sind und wie es dann im Prinzip dann vier Steiggebiete danach dann gibt. Wir nennen das meistens die primäre Welle, sekundäre Welle und so weiter. Oftmals natürlich auch
noch viel mehr als das. Okay, man kann das oft in der Praxis sehen, dass das wirklich Wellen sind, also dass das nicht nur so schön gerechnet ist, dass das so schwingungsförmig aussieht, wie so ein Sinus eben, sondern es ist wirklich, es ist physikalisch tatsächlich eine Sinusschwingung, die auch wirklich so aussieht. Man sieht das jetzt hier mit dieser Wolke, die ganz klar natürlich der Kontur dieses Aufwindes und der Kontur der Strömung folgt. Das ist ein Bild, was ich im Montafon aufgenommen habe. Und das Montafon ist in den Alpen bei Föhn ungefähr so wie das Erzgebirge auch klar. Es ist nur ein einziger Balken, der im Weg steht, ein Gelände. Und dahinter ist viel Platz. Und dadurch gibt es genau diese eine große Welle. Das ist aber nicht immer so. Ich habe noch ein zweites Bild. Das habe ich gemacht noch ein bisschen weiter nordwestlich. Und zwar bei Interlaken. Man sieht hier den Brienzer See im Hintergrund rechts und den Thuner See. Diese beiden Seen. Und dazwischen ist Interlaken, die Ortschaft, also mitten in der Schweiz. Und jetzt sieht man hier von der Wolkenoptik her, es ist auch gezeichnet, es ist schön feucht und alles, aber man hat eigentlich keine Ahnung, wo jetzt dieser Sinus stehen sollte, also wo diese Schwingung, diese Welle eben sein sollte, weil es eben deutlich chaotischer aussieht und nicht immer nur so linienförmig wie im Erzgebirge, eben der bei dieser Modellrechnung immer so zweidimensional ist, sondern es ist sehr, sehr dreidimensional. Das ist jetzt mal hier für diese Situation, also für den Thuner See und Brienzer See, diese Rechnung. Nochmal, wie das Erzgebirge vorhin. Diesmal, Vorsicht, der Wind kommt diesmal von rechts nach links in diesem Schnitt. Das ist ein bisschen irreführend von vorhin. Also rechts ist Süden und links ist Norden im oberen Bild. Und da sieht man eben, von rechts kommt der Wind. Die Alpen-Südseite, also auf dem rechten Teil, ist komplett mit Wolken zugestaut, was man in Grau sieht. Das ist ganz normal, weil die Luft wird da nach oben gehoben und sich hebende Luft kondensiert irgendwann und dann gibt es Regen. Also die haben ja meistens auch Überschwemmungskatastrophen, wenn starker Föhn ist, auf der Alpen-Südseite im italienischen Raum und auch in der italienischen Schweiz. Dann gibt es irgendwann so einen Zwischenteil hier, der ist vor allem in der Schweiz ausgeprägt. Das Rhonetal selber ist nämlich meistens noch mit Feuchtigkeit gefüllt. Man sieht es hier auch, obwohl schon so wellenartige Dinge hier so Hebungsteile sind, die richtige Föhn-Lehwelle fängt eigentlich erst an hier am Thuner See, da wo ich vorhin das Foto gezeigt habe. Und hier ist natürlich auch die stärkste dann über dem Thuner See, da wo die 50 Kilometer stehen in dem Diagramm. Und genau, da ist diese Knallerlinie. Wenn man unten auf dem Diagramm schaut, falls ihr meinen Laserpointer seht, das ist da, ja, das ist dieser schöne Balken. Und da spielt halt auf jeden Fall die Musik. Aber man sieht jetzt auch in dieser Kartendarstellung, wenn man von oben drauf guckt auf das Ganze, dass es eben nicht so schön einfach nur ein oder mehrere parallele Wellenbalken sind, sondern es ist extrem fleckig. Es ist sehr, sehr punktuell. Es ist also auf ein paar Kilometern Unterschied dann auf einmal ein ganz anderes Wellenmuster und man muss sich wieder neu finden. Es ist sehr schwierig. Das liegt ganz einfach daran, dass das Gelände so komplex ist bei uns. Ja, es ist nicht nur eine Stufe oder eine Welle im Boden, die dann eben eine Welle in der Luft auslöst, sondern es ist ein wahnsinniges Durcheinander an Bergen, die da stehen. Eine Sache, die wichtig ist noch, ich versuche mal so mit Missverständnissen ein bisschen auszuräumen. Ich habe vorhin bei dem Thermikfliegen gesagt, der Mythos ist, dass die Thermik da ist, wo die Sonne von Süden auf den Berg scheint, also auf der Südseite. Das ist Quatsch, das stimmt nicht. Und genauso ist es auch beim Föhn so. Viele Leute verwechseln Wellen mit Hangaufwind. Also viele Leute denken, dass da, wo die Luft nach oben gezwungen wird, weil sie über das Gelände drüber fliegen muss, das sei die Welle. Ja? Und das ist auch nicht so. Sondern im Gegenteil, da, wo die Luft vorher nach unten gezwungen worden ist und dann eben sozusagen einen Rebounce hat und dann wieder nach oben muss, das ist die Welle, von der wir sprechen. Und Hangaufwinde sind im Vergleich zu Wellenaufwinden also um mehrere Größenordnungen weniger Volumenstrom, der bewegt wird. Also wenn man an wie viele Millionen Kubikmeter Luft da fließen oder so, dann sind Hangaufwinde sind vernachlässigbar kleine Mengen an Luft, die nach oben gehen, während diese Föhnwellen eben wirklich die gesamte Masse des Windes mit sich nehmen. Deswegen sind auch die Wellen also nicht nur stärker, also von den Aufwindstärken haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, die können zwischen extrem schwach und extrem stark sein. Also es gibt einen Tag, wo die Wellen im Schnitt so einen halben Meter pro Sekunde steigen bringen. Und es gibt Tage, wo die Wellen 12 Meter pro Sekunde steigen bringen. Das ist extrem inhomogen. Und Hangaufwinde ist halt, je nachdem wie stark der Wind ist, manchmal hat man 2-3 Meter, aber nie konstant und nie gescheit. Also Hangfliegen bei Südwind in den Alpen ist, also man kann das machen, aber es ist, ich erzähle es gleich noch ein bisschen genauer, es ist sehr, sehr ungemütlich und sehr, sehr unzuverlässig. Also dann ist auch bei weitem so, dass nicht jeder Südhang, den man anfliegt, auch geht.
Das liegt vor allem daran, dass ja, wenn man einen Südhang anfliegt und da der Wind von Süden, der Föhn eben draufsteht, dann kann es ja auch sein, dass gleichzeitig eine Welle dabei ist, deren absteigender Teil eben auf diesem Hang drauf ist, sodass eben die Welle von oben eben eigentlich diesen Hang unterdrückt, sodass da keine Luft hochsteigen kann. Und das haben wir sehr oft. Also wenn man in den Nordalpen bei Südföhn diese schönen Hänge, die wir haben, wenn man da 10 davon anfliegt, dann hat man vielleicht dann 2 oder 3 davon hat man wirklich sinnvoll steigen. Und die restlichen sind aus verschiedenen Gründen entweder abgeschattet oder sind überlagert mit Wellen. Oder es gibt noch viele andere Gründe, warum Hänge bei Föhn oft nicht gehen. Aber das ist eben dieses Missverständnis, dass Hangaufwind eben das große, tolle Ding ist, wo man einfach nur 1000 Kilometer geradeaus an den Felsen auf der Südseite entlangfliegt, weil der Wind ja auch vom Süden kommt. Das funktioniert nicht. Im Gegenteil, das führt zu den, die meisten Außenlandungen, die bei Föhn, auch mir selbst, viele schon, passiert sind, sind deswegen passiert, weil wir den Hangaufwind überschätzen, und zwar systematisch, und uns zu sehr auf ihn verlassen. Okay, wieder ein paar Bilder, wir haben jetzt genug so Theorie gemacht. Ich will da gar nicht groß weiter auf die Theorie eingehen, wie gesagt, weil wir nicht so viel Zeit haben, aber was man hier sieht eben, ist unser Abflug nach Süden bei Föhn, da werden wir eben geschleppt. Das ist jetzt hier die MU-30 Schlackrow von der Ackerflieg München, steht da in Königsdorf, tolles Schleppflugzeug. Und dann werden wir meistens, der Schlepp tut weh, der ist nämlich relativ lang, also mindestens 20 Kilometer muss man schleppen, um Anschluss an Föhn zu bekommen, an die Wellen. Und bei uns draußen ist auch meistens fast kein Wind, sondern der beginnt wirklich erst in der Nähe der Berge. Hat physikalische Gründe, kann ich jetzt nicht auf die Schnelle erklären, aber meistens ist es so, dass bei uns draußen am Boden sogar schwacher Nordwind ist, wenn dann im Süden in den Föhnbereichen 100 km Südwind ist. Genau, da muss man sich entscheiden, fliege ich am Hang? So sieht es dann aus, wenn man im Föhn am Hang fliegt. Oftmals liegen die Wolken sogar ein bisschen auf und dann ist eben die Schneewehen stieben auf dann die Felsen und so. Es ist spektakulär. Es ist teilweise sehr, sehr turbulent. Also wirklich sehr, müsst ihr überlegen, in so schroffen Gelände, wenn da 60, 70 bis 100 km Wind auf so einem Felsen stehen, was dann für Verwirbelungen sich ergeben. Das ist natürlich heftig. Damit muss man umgehen und das macht nicht immer Spaß. Man muss dann auch sehr ineffizient fliegen, das heißt sehr weit weg vom Hang oder mit hoher Geschwindigkeit oder beides, sodass man dann eben doch nicht so gut steigt, wie man würde, wenn man könnte. Oder fliege ich in der Welle? Das ist nämlich die andere Sache, die man machen kann. Es gibt Tage, an denen kann man fast nur am Hang fliegen, weil keine Wellen stehen. Es gibt auch Tage, an denen kann man fast nur Welle fliegen, weil die Hänge nicht, also überhaupt nicht funktionieren, kein einziger. Es gibt beides. Es gibt Tage, an denen kann man aber auch parallel Hang und Welle miteinander kombinieren. Ist ganz interessant eben diese Taktik, was mache ich wo und wann. Es gibt auch Piloten, die fliegen natürlich sehr konsequent entweder in manchen Gebieten in der Welle und wenn sie dann an andere Stellen kommen, fliegen sie dort im Hang weiter. Und so wie man das kombiniert, das ist eine Wissenschaft für sich. Auch ich bin da nicht der absolute Profi. Ich habe schon große Föhnflüge gemacht, aber es gibt andere, die durch die geschickte Kombination von Hangrouten an Stellen, wo es keine Wellen gab und Wellenrouten an der Stelle, wo es keinen Hang gab, eben ganz tolle große Strecken geflogen sind. Das ist jetzt mal Vergleich zwei Barogramme. Oben mal, so sieht es aus, wenn man 12 Stunden hauptsächlich, also hier war ich mal in der Welle am Anfang, links oben, der erste Teil. Und wenn man danach dann nach die nächsten 10 Stunden oder so, ich glaube, der Flug war 13 Stunden lang in Summe, wenn man diese ganze Zeit einfach nur am Hang fliegt. Ja, so sieht es aus. Das ist extrem belastend, körperlich, mental, auch einfach seelisch. Das macht einen kaputt, weil man merkt, wie klein man ist, wie wenig Chance man gegen die Natur hat, weil die Natur solche Gewalten hat. Also wenn du den ganzen Tag auf Augenhöhe mit den Bergen bist, mit starkem Föhn, das ist absolut heftig. So sieht es aus. Und auf der anderen Seite jetzt unten ein Barogramm von einem reinen Wellenflug, wo ich dann auch 10 Stunden einfach mal komplett in der Welle geflogen bin oder 11, bis auf einen kleinen Absitzer hier im letzten Drittel, wo aber auch dann danach wir wieder in die Welle reingekommen sind. Das ist der Unterschied, ja. Die beiden Programme sind nicht maßstabsgetreu, sondern einmal bin ich halt hier oben auf Berghöhe und beim unteren bin ich halt so in 5-, 6-, 7-facher Berghöhe. Ja? Also das sind jetzt hier so zwischen 4.000 und 6.000 Meter. Und es ist natürlich deutlich bequemer. Es hat aber auch große Nachteile. Man hat ständig zu tun mit Flugsicherung, man muss ständig funken und mit Transponder, weil da oben ist normalerweise, kann man nicht ganz normal rumfliegen. Das ist sehr, sehr schwierig, auch da richtig planerisch zurechtzukommen. Aber wenn man in der Welle eben bleiben kann, dann ist es oftmals wirklich die ungefährlichere und auch teilweise sogar effektivere und schnellere Methode. Es gibt Ausnahmen, die die Regel bestätigen, aber es ist oft so.
wenn wir Welle fliegen können. Gerade jetzt neuerdings mit den Transpondern, dann machen wir das auch. Hier ist ein Bild von einem Tag im November 2017. Ja, da habe ich jetzt mal drei voneinander unabhängig gemachte Flüge. Hier einmal im Westen in der Schweiz, einmal in der Mitte um Innsbruck rum bis in den Pinzgau rein, Alpenhauptkamm, und dann noch einmal im Osten von Aigen aus, eben drei Flüge ineinander gelegt. Ich glaube, das waren hier im Osten waren es der Simon Lemmerer, in der Mitte war es der Philipp Stahl, im Osten war es der Yves Gerster. Und was man sieht, ist, dass diese drei Piloten eben eigentlich, die waren alle drei in der Welle. Das ist kein Hangfliegen hier, das sind alles Wellenflüge, die eigentlich nur in der primären Welle das für uns eben geflogen sind. Man sieht, dass es eben auf einer Breite von 600 Kilometern eigentlich eine durchgehende Wellenlinie gegeben hätte, wo aber jeder natürlich nur vor seiner eigenen Haustür mehr oder weniger die ausgeflogen ist. Und Haustür ist jetzt untertrieben, weil es sind auch, die waren auch alle mehrere hundert Kilometer von ihrem Startort entfernt oder zumindest 100 und mehr. Aber was interessant ist, ist eben, man hätte an diesem Tag tatsächlich die gesamten 600 Kilometer Alpen in der Primärwelle durchziehen können mit einer Lücke. Und die Lücke ist hier in der Mitte um Imstrum, also im Oberinntal, ein bisschen westlich von Innsbruck. Und diese Lücke ist wellentechnisch bisher kaum erschlossen. Wir wissen also fast alles über die Wellen von Interlaken im Wallis eben bis, oder vom nördlich vom Wallis bis ins zum Arlbergpass hier. Dann kommt eben die Lücke und dann wissen wir wieder fast alles über die Wellen von Innsbruck dann in die Tauern hinein, auch die niederen Tauern und so weiter. Das ist sehr, sehr gut erschlossen. Aber diese Lücke dazwischen, da gibt es keine Musterlösung, die regelmäßig und sinnvoll funktioniert. Das ist eben das Problem. Wir schaffen es bisher noch nicht, da konsequent durchzuziehen und gehen deswegen oft dann eben in den Hang und dann fliegen wir im Hang eben im Norden da weiter, was teilweise gerade hier sehr schwierig ist, weil das mit die schlechtesten Hänge sind, die wir haben in den Alpen für Föhn, weil die alle falsch stehen eigentlich. Und das ist eben eine große Herausforderung, diese Lücke zu schließen. Oftmals ist es von West nach Ost einfacher als von Ost nach West, weil man eine leichte Rückenwindkomponente hat. Aber dennoch, also wenn sich da noch was tut, wenn wir da mehr dahinter kommen, wäre das toll. Das Ding ist, wir können nur so zwei-, dreimal im Jahr überhaupt dran forschen, weil nur so selten gibt es überhaupt die Wetterlagen dafür. Also wenn mal im Jahr mehr als zweimal Föhn ist, dann ist das ein gutes Föhnjahr gewesen. Und das ist halt, man muss sich mal vorstellen, ja, wenn man eine der schwierigsten Sachen der Welt, also Föhnfliegen ist wirklich, es ist unglaublich schwierig, wenn man eine der schwierigsten Sachen der Welt versucht zu machen und man kann zweimal im Jahr üben, dann hat man fast keine Chance, richtig gut zu werden. Und da haben wir noch viel, viel vor uns. Und es steckt auch noch viel drin. Also die großen Sprünge an Langstrecken, also die es auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten geben wird, die werden hoffentlich im Föhn fallen. Und das Potenzial ist enorm. Und jetzt haben wir nur vom Südföhn gesprochen, der von Süd nach Nord weht. Wir haben auch Nordföhn, der natürlich bei uns schlechtes Wetter erzeugt, so wie wir es fast immer haben, aber eben auf der Alpen-Südseite dann eine ähnliche Situation erzeugt, die dazu dann noch thermisch geprägt ist. Also bei uns im Norden gibt es bei Südföhn, es gibt fast nie Thermik dazu, hat es meteorologische Gründe, weil der Südföhn ist so, dass die Front reinzieht und vor sich den Windstrahl hertreibt. Das heißt, das Wetter wird immer schlechter. Also zumindest mehr Wolken, mehr Niederschlag im Westen und so weiter, immer feuchter. Während der Nordföhn so rum ist, dass er nach einer Front herschleift. Das heißt also, wir haben eine Rückseitenwetterlage. Und dann ist auch noch der Nordwind dabei. Und dann ist die Alpen-Südseite sowohl mit starkem Nordwind, den man gut nutzen kann, am Hang in der Welle, als auch mit Thermik eben durchzogen. Und da sind ja auch schon große Strecken über 1600 Kilometer geflogen worden im Nordföhn. Es ist ein wahnsinnig großes Potenzial, was da drin steckt, in beiden Richtungen, in beiden Wetterlagen. Ich kriege gerade einen Hinweis, dass Jonas eine kurze Frage hat, die er aus dem Publikum stellen möchte. Jonas, wenn du Bock hast. Genau, hier kam gerade die Frage, wie breit denn so eine Welle durchschnittlich ist. Also reden wir da über ein paar hundert Meter, die ihr da habt, oder reden wir da über ein paar Kilometer? Ja, genau. Okay, es ist eine sehr gute Frage. Also gerade das ist total wichtig, da die Dimensionen zu verstehen. Naja, Breite oder Länge, können wir über beides reden. Also Moment, ich gehe mal kurz auf so ein Diagramm zurück. Was haben wir denn? Ja, wir können aber mal das Bild hier anschauen. Ja? Also der Wind kommt in dem Fall hier von links und der Aufwind ist genau an der Grenze, wo die Wolke eben anfängt, im Prinzip senkrecht hier auf dieser Achse. Und rechts davon strömt die Luft eben dann nach oben ab und macht eben diese Schwingung. Und der Aufwind ist eigentlich so genau, wo jetzt, ich hoffe, ihr seht einigermaßen, wo ich meine Maus hin und her fahre, auf der Achse ist der Aufwind. Und so
gegen den Wind, also sozusagen jetzt in Links-Rechts-Richtung, also parallel zur Windrichtung, ist der Aufwind dann so vielleicht einen knappen Kilometer breit, der gut nutzbar ist. Der Aufwind ist auch natürlich sinusförmig, also der ist in der Mitte am stärksten, links und rechts davon wird er immer schwächer, aber so einen Kilometer kann man vielleicht ungefähr rechnen. Manche deutlich kleiner, manche nur ein paar hundert Meter, aber niemals viel, viel mehr als ein Kilometer. Also so in Links-Rechts-Richtung, also in Richtung Gegenwind oder Mitwind, muss man diese Stelle schon sehr genau treffen. Und das ist bedeutend schwieriger, als wenn man einen Thermikbad treffen muss, der auch sehr klein ist, weil diese Wolken, die wir jetzt statisch fotografiert haben, die fahren mit 100 km/h nach rechts weg und es bilden sich permanent neue. Man sieht schon hier dieser kleine Fetzen in der Mitte vom Bild, ein bisschen links von der Bildmitte. Dieser kleine Fetzen ist der Keim einer neuen solchen Wolke, wie sie rechts jetzt riesig fett gerade ist und nach rechts weggetrieben wird. Und in 2 Minuten wird diese winzige Wolke zu der neuen riesigen Wolke rechts geworden sein. Und noch weiter links wird sich noch eine kleinere gebildet haben, die wiederum dann wächst und dann zu der neuen wird. Also das fährt alles sehr dynamisch umeinander. Und in diesem Chaos da eben die Position über Grund überhaupt zu halten, das geht fast nur mit GPS, außer man ist sehr, sehr gut im Gucken. Ich kann das fast nur mit GPS. Ist sehr schwierig. Genau, also was man noch sagen kann, jetzt wenn man in der anderen Richtung, nämlich senkrecht zum Wind guckt, sind diese Wellen ja unterschiedlich, teilweise auch nur ein paar Kilometer breit oder nur ein paar hundert Meter sogar, aber im Extremfall gibt es Fälle, in denen man senkrecht zum Wind so einer Welle eben für hunderte Kilometer folgen kann. Also ich zeige nochmal vielleicht dieses Bild hier vom Erzgebirge, ja, das ist tatsächlich eine Modellrechnung, also da steckt wirklich gerechnete Physik-Simulation mit drin und da seht ihr hier rechts unten im Bild, dass eben diese Wellen, das ganze Erzgebirge hier, das ist eine Spanne von bestimmt 100 Kilometern, die diese Wellen hier machen, aber halt in Längsrichtung sind die halt auch nur ein Kilometer oder zwei breit, die sind meistens übertrieben in den Modellrechnungen, aber in Querrichtung sind die halt hunderte Kilometer weit und so kann man eben diese großen Strecken dann fliegen. Super, danke. Ja, super Frage. Also so genau das, davon gehe ich immer ganz selbstverständlich aus. Klar, wie groß sind Wellen, aber das muss man besprechen, weil sonst begreift man diese Dimensionen gar nicht so richtig. Genau, wir waren hier stehen geblieben bei diesem Traum dieser drei Wellen, ja, die sich miteinander verbinden. Genau, das war es eigentlich schon, was ich vom Föhn erzählen kann. Ich könnte stundenlang weitererzählen, ihr merkt es schon, aber ich habe eh schon... Ich bin so oft jetzt schon abgezweigt in Kleinigkeiten, die ich unbedingt noch loswerden wollte. Ja? Deswegen machen wir jetzt lieber ein bisschen weiter noch, weil wir haben schon einen guten Teil unserer Zeit aufgebraucht. Der letzte Teil ist noch, da möchte ich ein bisschen drüber reden, was macht eigentlich einen guten Alpenflieger aus oder wie wird man denn ein guter Alpenflieger? Mann oder Frau, natürlich. Es gibt extrem gute Alpenfliegerinnen. Hallo Lisa. Ja. Lisa Scheller ist eine der, also die steckt mich wahrscheinlich in die Tasche inzwischen, was Alpenfliegen angeht. Das ist keine reine Männerdomäne, das muss man immer wieder betonen auch. Da gibt es tolle Pilotinnen auch, die tolle Sachen leisten. Okay, also wie wird man ein guter Alpenflieger? 2 Dinge, ich habe hier 2 Bilder auch auf die Folie gepackt. Einmal links, Technik. Ja, man muss gut fliegen können, man muss am Hang fliegen können, man muss die Fahrt unter Kontrolle haben, man muss die Flugmechanik komplett beherrschen. Erst wenn man wirklich in den Alpen fliegt, ich fliege auch oft natürlich als Coach im Doppelsitzer mit Leuten, die selten oder noch nie in den Alpen geflogen sind, da merkt man erstmal, was für Defizite man oftmals handwerklich, flugmechanisch, technisch wirklich noch hat. Und ohne das klar und auf jeden Fall im Griff zu haben, kann man in den Alpen sich also nicht sicher bewegen, zumindest nicht am Hang. Und da gibt es viel zu feilen an der Technik, wie sauber hat man das Flugzeug wirklich unter Kontrolle. Und also ich vergleiche Flugzeugfliegen oft mit Instrumentspielen. Ich bin selber nicht besonders musikalisch, aber ich habe ein bisschen Erfahrung damit. Und es ist wirklich so, dass man erst, wenn man das intuitiv kann und wenn man nicht drüber nachdenken muss, welchen Griff mache ich jetzt oder welche Taste drücke ich jetzt beim Segelfliegen, genau das Gleiche. Man muss das Flugzeug wie ein Musikinstrument beherrschen. Und nur die es wirklich sehr, sehr gut beherrschen, können sicher in den Bergen fliegen. Weil man eben im Gelände wahnsinnig wenig Marge hat, wenig Reserve hat. Ja. Das Zweite auf der rechten Seite ist die Geländekenntnis an sich. Selbst wenn man das Flugzeug perfekt beherrscht und sehr, sehr gut flugtechnisch, mechanisch drauf ist, muss man das Gelände trotzdem kennen. Und mit Geländekenntnis geht für mich auch einher, dass man eben die Meteorologie, also die Thermik, die Strömung, diese Druckverteilung und so weiter, wovon ich vorhin gesprochen habe, dass man das auch in dieses Gelände rein projizieren kann. Und ich habe hier diese Reliefkarte, die hat mir Thomas Wolf mal vermacht, weil er es selber schon auswendig kann wahrscheinlich. Ich selber kann sie noch nicht auswendig, aber ich schaue
also die Biene erwischt mich häufig, wie ich im Flur, wo die aufgehängt ist, einfach mal auf dem Weg in die Küche bin und dann bleibe ich eine Viertelstunde vor dieser Karte hängen und dann muss sie mich anstupsen, damit ich dann doch in die Küche gehe und dann habe ich vergessen, was ich da machen will. Ich starre diese Karte sehr, sehr oft und sehr, sehr lang an, weil sie sehr, sehr viel enthält, was eben ganz, ganz wichtig ist. Ich versuche, das Gelände so gut es geht auswendig zu können, indem ich fliege. Ich weiß, dass das verschiedene Ansätze gibt, auch Leute, die das erfolgreich anders machen, aber ich finde, sich mit dem Gelände in irgendeiner Form stark auseinanderzusetzen, ist eben sehr wichtig. Doppelsitzer fliegen. Mache ich viel mit Leuten. Ja, also ich verbringe locker ein Drittel meiner Flugstunden, vielleicht in manchen Jahren nur ein Viertel, aber einen großen Teil meiner Flugstunden, weil ich fliege 200 Stunden im Jahr normalerweise. Großen Teil davon verbringe ich im Doppelsitzer, manchmal vorne, um was zu demonstrieren, so wie hier, manchmal hinten, um was beizubringen, um einfach nur zuzugucken und Kommentare abzugeben und ein bisschen Feedback zu geben. Das ist klasse. Ja? Das ist das Beste, was einem passieren kann, wenn man in den Bergen mit dem Doppelsitzer fliegen kann, mit jemandem, der das schon ein paar Mal gemacht hat. Das ist so viel wert. Da kann man nämlich beide Seiten, sowohl die Geländekenntnis und wie kann man den Berg lesen, wie kann man die Thermik sich da vorstellen, reindenken, als auch die Flugtechnik und die Flugmechanik, kann man beides im Doppelsitzer natürlich ideal lernen. Es gibt fast keinen Ersatz. Was es ein bisschen ersetzen kann, habe ich hier dargestellt auf der Folie, und zwar der Condor-Simulator, Segelflugsimulator, ja, hat extrem gute Grafiken, auch ziemlich gute Thermikmodelle, finde ich. Also man kann das kurbeln und so weiter, das Handfliegen, man kann das da schon üben. Es ist jetzt nicht so, dass es überall gleich ist, aber ich habe jetzt hier links und rechts einfach mal das gleiche Bild, nur einmal ist es im Condor-Simulator ein Screenshot und einmal ist es in Wirklichkeit. Und also ich glaube, keiner von euch hat auf den ersten Blick erkannt, welches jetzt da echt ist und welches der Simulator ist, weil der Simulator so gut ist einfach. Ja? Auch flugmechanisch ist der ziemlich gut. Man kann also auch hier Strömungsabriss und solche Sachen, das ist alles sehr, sehr gut modelliert und abgebildet. Die Polaren sind sehr, sehr sauber modelliert. Es ist ein Traum, dieser Simulator. Ja? Und wer da so ein bisschen computerspielaffin ist und so weiter, kann da sehr, sehr viel entdecken in dem Simulator, um sich in Gebiete einzufliegen. Zum Beispiel auch toll mit diesem, wenn man nur auf der Karte schaut, kann man sich trotzdem nicht vorstellen, wie gut ist denn ein Hang zum dran fliegen? Ist der so ausgeklüftet und so zerfasert, dass man gar nicht gescheit am Hang parallel fliegen kann? Oder ist es eine saubere Wand, an der man wirklich anfliegen kann? Ist der zu flach oder geht der auch? Wie viel Meter Höhe kostet mich ein Gleitsprung über das Tal rüber? Das kann ich nicht einschätzen, wenn ich auf der Karte das anschaue. Aber im Simulator kann ich den Gleitflug einfach so, wie er ist, mal durchsimulieren. Und dann weiß ich, wie hoch ich auf der anderen Seite ankomme oder wie tief. Und ob man dann da noch eine sinnvolle weitere Perspektive hat. Also der Simulator für solche strategischen, technischen Sachen ist einwandfrei. Ist ein tolles Werkzeug. Genau, das nächste, also ich habe jetzt ein bisschen darüber gesprochen, was man machen kann, Geländekenntnis, was man sonst wissen sollte, Doppelsitzer fliegen, Simulator fliegen. Jetzt gibt es noch eine Sache, und zwar, da muss man jetzt auch mal ehrlich sein, die Fehlschläge sind die, von denen man eigentlich am meisten lernt, auch wenn es manchmal wehtut. Das ist hier eine Geschichte, der Flug, ich habe ihn mal in V-Glide geladen, einfach um ihn darzustellen, weil da sieht man es schön. Das ist ein Föhntag gewesen im Juni. Vor ein paar Jahren, und zwar Mitte Juni. Mitte Juni sind ja die Tage fast am längsten und meistens ist Föhn eher so im Herbst oder im Winter, manchmal im Frühling. Meistens im Herbst und da sind die Tage halt dann nur noch 7, 8 Stunden lang, bis die Sonne wieder untergeht. Wir können also nur begrenzte Stunden fliegen bei Föhn. Und bei diesem Flug dachte ich mir, da gibt es vielleicht eine Möglichkeit, jetzt mal Mitte Juni bei einem 16 Stunden langen Tag von früh bis spät zu fliegen. Und dann bin ich halt in der Früh gestartet und es hat nicht gut ausgesehen. Aber ich dachte mir, wenn ich es probiere, dann heute, weil es könnte klappen. Und selbst wenn die Chance klein ist, ein Tag, an dem es nochmal so eine Chance gibt, kommt in den nächsten 10 Jahren nicht mehr. Bin ich gestartet in der Früh es war jetzt schon um 8 oder so, weil davor hat es noch geregnet. So schlecht war das, es hat geregnet in der Früh, ja, aber ich dachte mir, ich starte einfach. Habe ich mich dann schleppen lassen, 30 Kilometer nach Süden rein, auf 3000 Meter, der Schlepper hat 100 Euro gekostet, ausgeklinkt, halbe Stunde später in Innsbruck am Boden gesessen. Ja, 9 Uhr morgens, keine Sau da, es war Blödsinn, es war totaler Quatsch. Aber auch sowas ist, dass man lernt aus solchen Sachen sehr viel, nämlich auch zu entscheiden, wann ist die Übermut zu groß, ja, wann ist man zu optimistisch, was kann man sich wirklich erlauben. Und auch selbst wenn, ich würde es wahrscheinlich wieder so machen, weil wenn man es nicht probiert, dann wird man es überhaupt nie schaffen, irgend so eine Möglichkeit zu haben, so einen langen
für einen Tag wirklich von früh bis spät auszunutzen. Deswegen, ich bereue solche Fehlschläge auch nicht. Ich gehe damit offen um. Ich erzähle Leuten, dass ich auch mal Mist baue, dass ich mal Flüge mache, die komplett im Nichts enden. Aber es ist wichtig. Genau. Genau. Oh, ich lese gerade im Chat ein bisschen mit und da kam ein Kommentar, nochmal zum Condor-Simulator zurück hier, dass Hangaufwind im Condor maßlos übertrieben ist. Vollkommen richtig, super Punkt. Im Condor, wenn du 15 km/h Wind einstellst und einen Hang hast, dann geht der mit 2 Meter. Und das ist nicht so in Wirklichkeit. In Wirklichkeit brauchst du 30, 40 km/h, um überhaupt den Hang auf Null zu bringen, dass er überhaupt nicht sinkt. Ich habe ja vorhin darüber gesprochen, dass der Hangaufwind also um mehrere Größenordnungen weniger Volumen an Aufwind liefert als die Wellen. Also Hangfliegen ist in Wirklichkeit bei Wind in den Alpen nicht wirklich sinnvoll normalerweise, bis auf manche Ausnahmen und wenn man genau weiß, was man tut und wenn man es muss. Condor übertreibt maßlos. Die Hangaufwinde sind viel zu stark gerechnet. Sehr, sehr guter Input, wollte ich unbedingt betonen, weil es einfach stimmt. Genau, also jetzt habe ich darüber geredet, was man alles probieren muss. Ich bin mir dafür für nichts zu schade. Ja? Wenn ich eine Chance sehe, dann nutze ich sie und manchmal klappt es und dann ist es auch super cool. Manchmal klappt es halt nicht. Und dann habe ich halt ein großes Problem, weil ich in Innsbruck um 9 Uhr morgens sitze. Okay, genau. Das ist übrigens was auch, ich glaube nicht, also ich habe ja schon, sagen wir mal so, was Streckenfliegen und Langstreckenfliegen angeht in den Bergen, habe ich jetzt schon einen gewissen Ruf aufgebaut und ich habe schon einige recht erfolgreiche Flüge gemacht und einige Erfolge gefeiert. Ich halte mich nicht für einen wahnsinnig guten Piloten oder, also ich bin schon nicht schlecht wahrscheinlich, aber ich bin jetzt kein Ullmann, der wirklich, also ich bin mal hinter Ullmann hergeflogen, wir kennen uns sehr gut, toller Pilot, toller Mensch auch. Ich bin bei weitem nicht auf dem Level oder sowas, aber wo ich auf einem ähnlichen Level wahrscheinlich bin wie er, ist, dass ich so gerne alles ausprobiere. Und wenn es Mitte Juni eine Möglichkeit gibt, eventuell 10% einen Föhnflug zu machen, der früh bis spät geht, sodass man längere Stunden hat als sonst, dann probiere ich das. Und wenn es schief geht, dann ist es mir wurscht. Dann ist es zwar, gut, man muss verstehen, als ich da um 9 Uhr dann in Innsbruck unten gehockt bin, Jackel war mit dabei, uns war das nicht wurscht. Wir haben schon, also wir waren schon ein bisschen aufgebracht, das, was für ein Blödsinn wir gerade gemacht haben. Aber gut, ein Jahr später sieht man darüber weg und es hat eine lustige Anekdote und man ist froh, dass man es probiert hat, weil sonst hätte man nie gewusst, ob es gegangen wäre. Und es ist halt nicht gegangen, aber stellt euch mal vor. Genau. Was ich noch immer gerne anbringe, und das bringe ich auch heute an, ist das Komfortzonenmodell. Die meisten kennen das aus der Pädagogik oder aus der Sportpsychologie oder so. Da gibt es eben diese drei Zonen. Im Inneren ist die Komfortzone, in der man ist, wenn man einfach das macht, was man schon immer macht. Dann gibt es die Lernzone, in der man was Neues macht. Und die Panikzone ist das, in der man überfordert ist, weil man zu viel Neues sich aufgebürdet hat. Und es ist, glaube ich, kein großes Kunststück, das jetzt auf Segelfliegen zu übertragen, nämlich wie, in welcher Zone muss ich sein, sinnvollerweise, ja, um weiterzukommen, um mich weiterzuentwickeln, fliegerisch. Und es ist ganz klar, wenn man immer nur in der Komfortzone verweilt, also zum Beispiel, die Komfortzone könnte sein, immer nur der Platzbereich, wo man sicher nach Hause gleiten kann, dann entwickelt man sich nicht wirklich weiter. Aber in die rote Zone, in die Panikzone sollte man auch nicht gehen, weil das einfach lebensgefährlich ist, zumindest teilweise. Nicht immer, manchmal ist es auch nur blöd, aber Panikzone kann sein, man fliegt in Gebiete, in dem man sich nicht auskennt, man weiß nicht, wo man außen landen kann, man weiß nicht, wie das Wetter dort funktioniert, man muss dann auch außen landen, weil man überfordert ist mit dem Wetter und man findet keine Wiese und man hat ein Problem. Also die Panikzone ist eben zu meiden natürlich, aber aus der Komfortzone raus muss man eben auch. Und das Gute ist eben, dass dazwischen eine Zone ist, in der man zwar schon noch ungefähr weiß, was man tut, aber es ist nicht mehr das, was man schon jeden Tag gemacht hat, sondern was Neues. Und da lernt man. Und in die Zone versuche ich, in vielen Flügen reinzugehen. Wir sind jetzt fast am Ende schon von dem Vortrag, aber ich erzähle noch eine bis zwei Geschichten, wenn ich darf. Also ich lese schon in den Kommentaren, dass wir sind zwar ein bisschen hinter der Zeit, aber es darf ruhig ein bisschen länger gehen, hat jemand geschrieben. Und ich erzähle auch gerne noch ein bisschen länger. Jetzt kommen noch zwei Geschichten und dann sind wir fertig. Ja? Erste Geschichte, ich hatte mir mal vor 3, 4, ja, insgesamt sind jetzt 4, 5 Jahre. Okay, es sind 5 Jahre her. Vor 5 Jahren hatte ich mir zum Ziel gesetzt, von Bayern bei uns zum Matterhorn und zurückzufliegen. Das wäre, oder so ist auch, zu der Zeit ein deutscher Klassenrekord-Zielrückkehrstrecke gewesen, mit der Clubklasse zumindest, also mit meiner LS1, die ich fliege.
Und also ein Flug, der sehr schwierig ist, der also selten sogar mit größeren Flugzeugen, offene Klasse, also nur ganz selten wirklich gemacht wird oder geschafft wird. Und ich habe mir in den Kopf gesetzt, das mit meiner LS1 zu machen. Und es ist ja so, ich habe jetzt hier nochmal das Gebiet da. Hier ist das Engadin, wo jetzt meine Maus ist, falls ihr sie sehen könnt. Die meisten wissen vielleicht ungefähr, wo das ist. Und westlich vom Engadin hört eigentlich für den klassischen Königsdorfer Piloten, so auch für mich normalerweise, hört da die Welt auf. Weil normalerweise eben die beste Thermik eben in dem Bereich ist und weiter nach Westen die Basis deutlich abfällt. Man sieht hier, wie diese ganzen Seen am Alpenrand sind. Ihr erinnert euch von vorhin, dass die Luft, die Thermik in den Bergen erzeugt, alles aus den Flachländern reinströmt in die Berge. Und wenn da extrem viele Seen sind, so wie hier, dann ist das sehr, sehr feuchte Luft. Und feuchte Luft steigt auf, heißt, die Basis ist niedrig. Das heißt also, dieser Bereich hier ist bedeutend schwieriger zu fliegen, westlich vom Engadin, als wenn wir einfach nur im guten Wetter im Engadin ballern. Und wir sind jetzt hier eh schon am Ende des Engadins, 200 Kilometer von Königsdorf entfernt. Das bedeutet also, noch viel weiter weg kann man an vielen Tagen auch von der Zeit her und von der Strecke her gar nicht fliegen. Aus dem Grund ist dieses Gebiet in der Schweiz, eben in der Zentralschweiz, westlich vom Engadin, für uns immer so ein geschlossenes Buch mit sieben Siegeln gewesen. Und ich habe mir in den Kopf gesetzt, ich fliege mal zum Matterhorn, ist ganz links unten am Ende. Also genau das linke untere Eck vom Bild ist eigentlich das Matterhorn. Und da muss ich hin. Und das ist jetzt mal im Jahr 2016, habe ich jetzt mal ein paar Flüge jetzt gezeigt, die ich gemacht habe. Das war der erste Flug hier, bei dem ich ein bisschen weiter nach Westen geflogen bin, bis ich einfach an eine Wand gestoßen bin. Dann ein paar Wochen später bin ich so weit gekommen, bis kurz vor den Oberalppass. Dann in der nächsten Saison war das nächste Möglichkeit, bin ich dann schon bis zum Aletschgletscher gekommen. Und dann wiederum, ein paar Tage später war das dann nur der vierte Flug, ging dann schon bis zum Matterhorn. Also ich habe es umrundet, das ist dann hier links unten gewesen. Bin dann aber auf dem Rückweg nicht durchgekommen, weil die ganzen Pässe, die aus dem Rheintal hier zurück ins Engadin führen, also der Julierpass, Albulerpass, Flüelerpass, Albergpass, alle mit Gewittern dicht waren. Es hat gehagelt und geschifft und alles und ich konnte da nicht durch. Dann bin ich eben nach Norden ausgewichen und bin um 19 Uhr in Hohenems gelandet am Flugplatz und habe dort übernachtet, am nächsten Tag zurückgeflogen. Das war total cool, hat auch gut geklappt dann. Und dann nochmal ein Jahr später, also insgesamt hat sich das über 3 Jahre, über 3 Saisons erstreckt, diese ganze Mission Matterhorn, habe ich es dann geschafft und bin Matterhorn und wieder zurückgekommen. 750 Kilometer knapp insgesamt. 700 Kilometer, 710 Kilometer Zielrück, glaube ich. Genau. Also, das ist so diese Geschichte. Ich klicke nochmal kurz hier diese Fortschritte durch, weil das finde ich so, dieses Komfortzonenmodell ist exakt das, nämlich dass man immer ein bisschen weiter fliegt, aber es eben nicht übertreibt und nicht stur ohne Hirn einfach versucht, vorwärts zu marschieren, sondern immer das, wo man sich gerade noch wohlfühlt, aber wo man schon weiß, oh, ich bin jetzt nicht mehr da, wo ich normalerweise bin. Und das ist eben diese Geschichte vom Matterhorn. Die könnt ihr auch ein bisschen auf meinem Blog nachlesen, ich kann auch ein bisschen Werbung machen. Genau. Das war diese Geschichte. Und jetzt kommt noch die allerletzte Geschichte. Die ist nämlich relativ jung. Die ist auch, das habe ich auch in meinem Blog erst vor ein paar Wochen veröffentlicht, die Geschichte dazu. Und zwar, nochmal zum Föhnfliegen was. Wir hatten im Oktober 2020, als wir gerade noch fliegen durften, bevor das mit Corona wieder schwieriger wurde, weil da gerade nicht so viel Infektionszahlen waren, da gab es eine Föhnlage, die ganz außergewöhnlich war. Und zwar, es kam von Westen her die Front rein, so wie immer, und hat diesen Föhnstrahl vor sich hergetrieben. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, Föhn ist von der Kaltfront angetrieben und meistens, wenn die Front da ist, ist der Föhn vorbei. Also einfach, dann regnet es und dann ist der Föhn zusammengebrochen. An diesem Tag war das so, dass ungefähr so ein halber Tag vor der Front vorhergesagt worden ist, ein sehr guter Wind, danach Frontdurchgang. Und nach der Front war nochmal Föhn vorhergesagt, weil dann eben noch ein Tiefdruckgebiet weiter westlich kam, was den Föhn oder den Südwind dann weiter angetrieben hat. Und ich habe mir eine Woche lang, als es sich angekündigt hat, so vom Wetter her, habe ich mir den Kopf zerbrochen, was mache ich denn mit der Wetter? Wie kann ich denn, weil so dieser dreiviertelte Tag oder dieser halbe Tag vor der Front bringt mir alleine nichts, weil da kann ich vielleicht 4 Stunden fliegen oder so. Und der Tag danach ist wahrscheinlich lang nicht mehr so gut, aber der würde auch noch für ein paar Stunden fliegen reichen. Aber wie kann ich denn trotzdem das Maximale rausholen? Und viele sind an dem Tag gar nicht geflogen, weil die Wetterlage es eben eigentlich nicht hergegeben hat. Und dann habe ich eben die Idee gehabt, habe ich zusammen mit Gerhard Hiemisch gemacht, der da mitgeflogen ist, auf dem hinteren Sitz im Arkus, dass ich bei Sonnenaufgang starte und vor der Front nach Osten wegfliege und dann abends im Osten lande, weil da die Front natürlich erst am spätesten kommt, dann sozusagen die Front überwintere über Nacht
Und dann am nächsten Morgen, wenn der Südwind wieder da ist und die Front weg ist, dann eben zurück nach Hause fliege. Also sozusagen ein Föhnwandersegelflug. Und das hat dann so ausgeschaut, das ist jetzt hier das Satellitenbild von ungefähr 8 Uhr lokal, wo wir also dann so im November, ich glaube, um 7.30 Uhr sind wir gestartet oder so. Im Oktober war das, ja, 7.30 Uhr. Und da sieht man jetzt eben diese Föhnlücke. Jetzt kann man nochmal sehr schön sehen, wie sieht eigentlich so eine Föhnlage von oben oft aus. Man sieht also in der unteren Bildhälfte ist südlich des Alpenhauptkamms, da ist einfach alles zu und alles Staubbewölkung, da regnet es auch stark. Da gab es auch wieder Überschwemmungskatastrophen an dem Tag, leider. Und dann kommt der Alpenhauptkamm, dann gibt es eben diese heftige Welle. Und nördlich davon eben noch so ein paar Wellenstrukturen auch so ein bisschen. Aber im Prinzip war dieser Tag dominiert von fast nur einer dominanten Welle. Das war nämlich die Primärwelle des Alpenhauptkamms. Man sieht diese Wellenlücke hier auch. Und da sieht man auch, was ich vorhin gesagt habe. Die ist in längster Windrichtung, ist die nur ein paar Kilometer breit, diese Föhnlücke. Und auch der Aufwind ist dann noch viel kleiner als das. Aber quer zur Windrichtung ist der hunderte Kilometer breit. Also wir sprechen hier von ungefähr 250 Kilometer Breite in dem Fall. Fast 300 sogar. Und die bin ich geflogen. Und es war dann klar, dass gegen mittags hier Königsdorf zumacht. Das hat auch pünktlich um 12 hat es geregnet, glaube ich, in Königsdorf. Und ich bin dann am Abend in Niederöbland gelandet, wo erst um ungefähr 17 Uhr der Regen gekommen ist. Und ich bin knapp vor dem Regen dort gelandet und konnte dadurch den ganzen Tag ausnutzen. War ein toller Flug. Ich glaube, 1120 Kilometer oder so. Und der war nur deswegen möglich, weil ich dann nämlich mir gedacht habe, ich nehme es in Kauf, sozusagen außen zu landen, um am nächsten Tag dann eben zurückzufliegen. Und auch das hat geklappt. Also wenn wir jetzt weiterklicken, das ist nachts die Front, die durchgegangen ist, also mit starken Gewittern und Hagel und das war furchtbar. Bei uns hat es zum Glück keine starken Wettererscheinungen gehabt, es hat einfach nur ein paar Stunden geregnet in Niederöbland. Und da haben wir eben das über uns ergehen lassen und waren dann drinnen in der Halle gehockt und alles. Und dann ist das über uns drüber gezogen. Ihr seht dann schon, dass eben links im Westen auf der Rückseite dann wieder das herrlichste Wetter gekommen ist und weiterhin aber noch Südwind gewesen ist, der am nächsten Tag dann von dem nächsten Tiefdruckgebiet noch ein bisschen angetrieben worden ist, bevor das Ganze dann letztendlich zusammengebrochen ist. Und was haben wir gemacht? Wir haben übernachtet, schönes kleines Sporthotel in Niederöbland. Am nächsten Tag haben wir uns schleppen lassen, war der 3. Oktober 2020, sind dann hangegangen, der Hang ging. Und wir sind dann, das war so ein Tag, wo man kaum Welle fliegen konnte, weil der Wind zu schwach war, aber die Hänge gingen einigermaßen. Thermik war noch ein bisschen mit dabei, sogar im Oktober, weil es war ein strahlender Sonnentag und es war frische Kaltluft nach einer Front, also ganz ungewöhnlich für Föhn. Und dann sind wir an dem Tag nochmal 500 Kilometer geflogen und dann sind wir nach Hause geflogen und sind zu Hause gelandet und hatten aus einer eigentlich fast nicht nutzbaren Lage, hatten wir 16 Flugstunden rausgeholt oder so. Also war richtig cool. Das ist auch wieder sowas, wo ich sage, also ich bin wirklich nicht der Überpilot. Ich bin tatsächlich kein Ullmann und nicht annähernd. Aber was ich glaube ich echt ganz gut kann, ist eben dieses Ausprobieren und dieses kreative Finden von der richtigen Idee für den richtigen Tag. Und ich nehme halt auch gerne in Kauf, dass sowas am Ende mal schief geht und vielleicht nicht funktioniert. Und wir hätten am Ende vielleicht mit dem Motor von Niederöbland nach Hause fliegen müssen dann oder so. Hatten ja noch 16 Liter Sprit dabei, das hat man auf dem ersten Bild gesehen. Das war nämlich von diesem Flug. Genau, das ist jetzt das Ende von meinem eigentlichen Vortrag. Ich würde jetzt vielleicht noch mal kurz an den Jonas zurück übergeben und dann können wir ja langsam zum gemütlichen Teil übergehen, beziehungsweise vielleicht noch ein paar Fragen in dem Kreis stellen und eventuell dann so eine Art Q&A-Session noch am Ende machen. Ja, erstmal vielen herzlichen Dank, Benny. Es war wirklich spannend, dir zuzuhören. Wir haben noch ein, zwei Fragen, die ich dir jetzt gleich gerne stellen würde. Auch nochmal der Aufruf an alle, wenn ihr Fragen habt, einfach in den Chat schreiben, was für alle interessant sein könnte. Und alles Weitere können wir dann im Nachgang beim Meet and Greet gerne noch machen, hier bei uns in der Konferenz. Die erste Frage, die kam vom Leon, war, gibt es denn eine grobe Regel, mit wie viel Abstand zum Hang geflogen werden sollte? Windgeschwindigkeit, erwartetes Steigen, Windrichtung etc.? Ja, super Frage. Ist auch sehr wichtig. Also ich merke schon, ich gehe über solche Sachen immer hinweg, auch so Dimensionen, wie groß ist was, wie viel Abstand und so. Aber das sind genau die richtigen Punkte. Das ist sehr, sehr wichtig auch. Ja, wie viel Abstand zum Hang? Also wenn man da im Kalkreuth-Buch nachliest, das ja vielleicht auch viele von euch gelesen haben, dann schreibt der Kalkreuth, bis auf halbe Spannweite kann man zum Hang hingehen. Ich finde das ein bisschen übertrieben. Also ich würde das nicht so machen. Sondern, ja, manchmal sind es 50 Meter, die noch okay sind am Hang, manchmal sind es schon 100. Es ist so eine senkrechte Felswand, so wie die, wo wir gerade auf dem Bild hier jetzt noch sehen.
Eine senkrechte Felswand kann man sehr nah anfliegen, weil da ja, wenn man nach unten fallen würde, würde man nicht ins Gelände reinfallen, sondern in die Luft einfach. Aber je flacher der Hang nach unten ausufert, desto mehr Abstand muss man zum Hang haben, sowohl vertikal als auch horizontal, damit man eben immer nachdrücken kann. Wenn auf einmal Fahrt fehlt, muss man immer nachdrücken. Und das kann man eben nur, wenn da unten kein Berg ist. Und man kann auch nicht auf die Schnelle eine Kurve fliegen, sondern man kann eigentlich erstmal nur drücken und die Kurve dann erst einleiten, wenn wieder alles in Ordnung ist. Deswegen, also je flacher der Hang, desto weiter weg. Das ist auf jeden Fall die Regel. Und bei ganz steilen Hängen, ich würde es vielleicht 50 Meter nennen, aber wie viele Meter das jetzt sind, ich habe es noch nie gemessen. Ich kann es mir gar nicht genau denken. Aber ich kenne Leute, die deutlich näher an die Hänge fliegen als ich und ich fühle mich da nicht wohl. Vielleicht, ich glaube, du hast ja vor kurzem auch was veröffentlicht zum Thema Auftriebsreserve. Das geht ja auch in diese Richtung rein, ne? Ja, definitiv, genau. Da habe ich ja auch geschrieben, eben, wie kann man notfalls das Lastvielfache nutzen, um beim Nachdrücken trotzdem die Strömung am Flügel nicht abreißen zu lassen, auch obwohl man schon zu langsam ist. Das ist eine ganz wichtige Technik am Hang, die viele gar nicht so richtig kennen. Genau, und da ist natürlich auch, habe ich auch geschrieben, je böiger, desto mehr Fahrt braucht man grundsätzlich. Also ich fliege auch mit der LS1, die ja eine Abrissgeschwindigkeit von 75 hat. Ich fliege nie langsamer als 95 am Hang und eher 105. Ja, und bei Föhn, wenn wirklich Sturm ist und starke Turbulenzen, fliege ich auch 140 am Hang, weil ich mich nicht langsamer traue. Aber schneller als 140 geht auch nicht, weil dann würdest du mit den Böen über die Manövergeschwindigkeit kommen. Also das Band ist teilweise sehr schmal und man muss teilweise schon ziemlich extrem fliegen, um das einzuhalten. Ja. Ja, super, danke. Ich hoffe, die Frage ist damit gut beantwortet. Die nächste Frage war, können wir noch etwas zu Außenlandefeldern und Außenlandekatalogen erfahren von dir? Ja, also ich glaube, ganz generell sprengt es ein bisschen den Rahmen jetzt hier. Aber da kann ich erstmal auf Late Night Soaring hinweisen. Das ist unsere Talkshow, die ich ja schon vorher vorgestellt habe, die wir jeden Donnerstagabend auf YouTube streamen. Late Night Soaring findet ihr, wenn ihr es einfach eingibt. Da gibt es inzwischen, glaube ich, schon 7 Episoden oder so. Und wir fokussieren uns da immer für mindestens eine Hälfte der Episode auf ein bestimmtes Fluggebiet. Und die andere Hälfte der Episode ist meistens ein Interview mit einem interessanten Segelflieger oder so. Und wenn wir das Fluggebiet besprechen, dann besprechen wir da auch in hinreichendem Detail die Außenlandemöglichkeiten. Also letzte Woche zum Beispiel haben wir über den Bereich der östlichen Eisenerzer Alpen und Gesäuse und so gesprochen, da wo dieses Erzbergbild am Anfang war. Ja, und da haben der Hermann Trimmel und Wolfgang Janowitsch, also Weltmeister und sein Trainer, haben wirklich da über ihr Heimatgebiet berichtet und haben da auch gut über die Außenlandemöglichkeiten gesprochen. Was ich sagen kann, ist eine gute Nachricht, und zwar es gibt jetzt wieder ein Projekt, um die Außenlandesituation ein bisschen besser in den Alpen zu erfassen. Das ist wieder bei Streckenflug.at. Da könnt ihr euch selber wieder informieren. Also das geht jetzt zum Glück endlich weiter. Da war ja jahrelang unklar, wie das weitergeht. Genau, super. Vielen Dank. Ich würde auch den Flo vielleicht in dem Rahmen bitten. Also Flo ist unser Technikmensch im Hintergrund. Vielleicht kannst du ja Late Night Soaring einfach mal im Chat verlinken. Dann können das die Leute, wenn sie es denn noch nicht kennen sollten, würde mich wundern. Aber wenn, dann auch noch anschauen. Eine Frage haben wir noch, und zwar bezüglich der Nationalparkverbote in Österreich. Hast du die in deinem Flugcomputer gespeichert, Benny, oder kannst du das aus dem Kopf heraus machen? Also es kursieren da so Dateien. Das ist vielleicht nicht schlecht, wenn man die hat. Die gibt es auch teilweise irgendwo zum Download. Es ist aber so, dass ich da jetzt keine verbindliche Auskunft geben kann. Also diese Nationalparkgesetze in Österreich und so weiter, das ist extrem unübersichtlich. Das ist teilweise auch nicht so veröffentlicht, dass man es als Pilot findet. Da gibt es teilweise widersprüchliche Aussagen, wo genau man jetzt nicht fliegen darf oder schon fliegen darf und wer oder mit Motor oder nicht. Insofern, ich kann gerne über strategische und taktische Sachen in diesen Gebieten was sagen, flugtechnisch, aber über rechtliche Fragen kann ich da leider echt keine Auskunft geben. Okay, danke. Dann hätte ich als Ende noch eine Frage, die jetzt nicht aus dem Chat kam, sondern die jetzt von mir kommt. Ich denke, so zum normalen Alpenfliegen gibt es ja doch einige Möglichkeiten, das zu erlernen. Es gibt ja vom LVB den Alpenlimer zum Beispiel oder andere Lehrgänge von Flugplätzen. Wie ist denn das mit der Föhnfliegerei? Da gibt es ja kaum Angebote. Hast du da irgendwie Tipps, wie man da rangehen könnte? Gibt es da irgendwelche Fluggebiete, wo man sich da, sag ich mal, vortasten kann, gefahrlos? Oder wie geht man da am besten dran? Tja, also das Problem habt ihr im Prinzip genau auf den Punkt getroffen, und zwar
die Doppelsitzermöglichkeiten im Föhn sind extrem selten. Das liegt einfach daran, dass es nur im Schnitt 2 Föhntage pro Jahr gibt, die man nur nutzen kann und fliegen kann. Und dann ist es auch so, dass ich ja bei diesen 2 Föhntagen manchmal auch mein eigenes Zeug probieren möchte und jetzt nicht jeden Tag Doppelsitzertrainings machen kann. Ich mache das schon hin und wieder, sehr gerne auch, aber ich kann es eben nicht bei jeder Wetterlage machen. Und die anderen Föhnpiloten, es gibt leider nur relativ wenige, die das einigermaßen beherrschen, die machen das natürlich ähnlich. Die fliegen gerne Doppelsitzer, aber nur so, wie es ihnen ihr eigener Rahmen eben erlaubt. Deswegen ist mein Rat für die Leute immer, erstens alle Informationen aufsaugen, die ihr kriegen könnt. Also es gibt da jetzt hier so Sachen wie Vorträge oder online irgendwas. Es gibt Flugberichte, die man lesen kann. Es gibt die Wetterkarten, es gibt die Flüge, die man in Wiglide oder im OLC sehen kann. Das ist alles extrem wertvolle Info. Und eigentlich kann man sich allein schon aus diesen Infos so viel raussaugen, dass man am Ende relativ gut vorbereitet ist. Dann gilt natürlich wieder diese Sache mit dem Komfortzonenmodell, nämlich immer nur in der grünen oder gelben Zone, aber niemals in der roten sich aufhalten. Und in der gelben muss man schon genau wissen, was man tut, weil da lernt man ja, da weiß man nicht genau, was Sache ist. Und das ist im Fünfliegen zum Glück ganz einfach, nämlich wenn man sich vom nördlichen Alpenrand her hinschleppen lässt zu den Bergen, dann wird man normalerweise erstmal irgendwo in der ersten Welle ausklinken. Ja, die ist dann meistens bei uns so am Kochelsee oder am Weichensee oder so. Und das Schöne daran ist, dass dann kein Berg zwischen uns und dem Flachland steht, sondern wir sind ja noch am Rand. Das heißt, wenn wir da absaufen, wenn wir Probleme kommen, dreh 180 Grad um und flieg mit Rückenwind raus und das ist alles in bester Ordnung. Du bist wieder 1000 Meter über Grund und es passiert nichts. Und erst wenn man die erste Welle mal ausgeflogen hat und oben ist am Luftraum, wo es nicht mehr weitergeht, dann kann man ja mal nach Süden stechen. Aber immer nur so weit, dass man, wenn man im Süden nichts findet gegen den Wind, keine nächste Welle, dass man dann umdrehen kann und wieder zurück in die ursprüngliche Welle fliegen kann. Und wenn die nicht mehr geht, dass man dann mit Rückenwind raus ins Flachland fliegen kann und dann wieder 1000 Meter über Grund ist und kein Problem hat. Und so weiter. Dieses Vortasten funktioniert also im Föhnfliegen von der Natur der Sache raus ja sehr, sehr gut, weil man ja immer gegen den Wind marschiert und deswegen auch mit Rückenwind gut abbrechen kann. Da muss man natürlich im Hinterkopf behalten, dass teilweise so ein, wenn man in der Welle oben ist, man will nach Süden in die nächste Welle vorstechen gegen den Wind, da verliert man auf so einer Strecke, die ist meistens so 10 Kilometer lang bis zur nächsten Welle oder so, verliert man locker 1000 Meter, eher mehr. Also Gleitzahl 1 zu 10 gegen den Wind ist bei Föhn schon gut und Glück, hat man nicht immer. Das heißt also, man muss früh genug wissen, wann ist Zeit abzubrechen. Zum Glück ist ja der Weg mit Rückenwind durch das gleiche Sinkgebiet durch notfalls nicht so schlimm, weil man deutlich schneller ist wegen dem Rückenwind. Aber also man muss das im Hinterkopf behalten, dass man früh genug umdreht, um niemals in der roten Zone zu landen. Und dann geht dieses Vortasten mit dem Komfortzonenmodell beim Föhnfliegen auch sehr, sehr gut. Es dauert aber. Also ich habe Föhnfliegen angefangen 2009. Da war ich gerade mal, 2 Jahre hatte ich meinen Schein. 2007 habe ich einen Schein gemacht. Und so meine ersten wirklich erfolgreichen Flüge, wo ich nicht also abbrechen musste und wieder nach Norden raus musste und vielleicht mal auch außen gelandet bin und so, das war dann erst 2012 oder 2013, eigentlich erst 2013, also nach 4 Jahren immer wieder probieren, habe ich es dann auch geschafft, das mehr regelmäßiger unter Kontrolle zu kriegen, was ich da tue. Aber ich habe also nie eine gefährliche Situation gehabt. Ich bin einmal auch außen gelandet in der Zeit, aber zum Glück in einem Tal, in dem kein Wind war. Deswegen bin ich außen gelandet, weil kein Wind war. Und dadurch war die Landung auch kein Problem. Aber ich habe mir da Zeit gelassen. Also 4 Jahre, sage ich mal, 4 Saisons braucht man normalerweise oder habe ich irgendwas gebraucht, bis man so weit ist, dass man wirklich kompetent auch zentral in den Bergen föhnfliegen kann. Ja, super. Vielen Dank. Also als Tipp einfach mal ausprobieren und dann langsam vortasten. Genau, das war es dann so an Fragen, die hier im Chat gekommen sind. Benni, dann nochmal herzlichen Dank für den spannenden Vortrag. Ich darf euch noch darauf hinweisen, nächste Woche, nächsten Sonntag geht es weiter. Da haben wir den Johannes Burgers als Gast mit dem Thema 360 Grad westwärts im Propellerflugzeug in 80 Tagen einmal westwärts um die Welt. Und wir laden euch jetzt alle ganz herzlich ein zu uns in die Konferenz. Ihr seht den Link hier auch im Chat, auf dem YouTube-Chat. Kommt gerne vorbei und diskutiert noch ein bisschen mit uns und bis nächsten Sonntag. Ja, also vielen Dank auch und bis dann. Genau, und für alle, die jetzt hier uns nur auf YouTube verfolgen, es wird nichts bringen, wenn ihr auf YouTube bleibt. Also kommt rüber in den Chat, wir machen unseren Stream hier dann zu Ende, damit es auch ein bisschen heimeliger wird und ja, sich vielleicht die ein oder andere Frage getraut wird, die ja vielleicht sonst in der weiten YouTube-Community nicht gestellt werden würde.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich für 270 Zuschauer, die wir hatten, die auch super konstant die gesamte Zeit hier mit uns verbracht haben. Wir freuen uns schon auf nächste Woche und kommt rüber zu uns. Wir haben 100 Plätze bei uns frei, coronamäßig mit Sicherheitsabstand. Bis gleich.